Wir rollen mal. Ah nein, Moment, ich muss noch auf Screenset Recording. Recording? Achso, hier noch Flugmodus. Ja, der Satz ist ja noch viel besser. Ich hoffe, meine scharfe Rüge ist nicht zu harsch angekommen. Trotzdem ist ein Umdenken beim Thema Torf geburtsgeil, oder? Gebot? Oh! Hörbar! Wohl an! Wohl an. Wohl an. Eigentlich müssen wir es dann auch noch live verköstigen, weil ich habe mich extra zurückgehalten. Ich habe noch keinen Tropfen davon. Der macht das selber, oder was? Allmächt. Nee, ist Torf, was oder Whisky? Da ist, steckt viel Torf und Liebe mit drin. Den hatte ich sogar schon mal zu Hause, allerdings nicht hier so vom Fass. Und der hier ist 11 Jahre, der ist sogar 12 Jahre hier. Ich kann doch sowas jetzt alles nicht tun, bevor der Podcast läuft. Ja, im Grunde läuft es ja schon. Es fehlt nur das Intro. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, ihr sitzt mal wieder zusammen. Der Dominik. Der Jürgen. Und der Philipp. Und wir haben alle unterschiedliche Haare gekriegt, der eine länger, der andere kürzer. Und heute stimmt es auch mal wieder mit dem wir sitzen zusammen, Leute. Ich finde es so schön, dass wir uns mal wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Wohl an, wohl an. Also, ich will euch ja beiden nicht zu nahe treten, aber... Mach das bitte nicht anderthalb Meter, ja, im Inneren. Haben wir wirklich verschiedene Haare gekriegt? Ja, du hast längere gekriegt und ja, aber du hast ja von bemerkt, dass ich meinen Bart anders habe. Ah, okay, wir sprechen nicht exklusiv von Haupthaar. Der Kollege Weißmann hat den most gorgeous beard ever. Oh, dankeschön. Ich bin wirklich im höchsten Maße verzückt. Dass das aus deinem Munde kommt, ja. Ich dagegen sehe einfach aus wie eins dieser Schafe, was irgendwann mal von der Ranch abgehauen ist und dann nach Jahren wieder eingefangen wurde und dann quasi gegen's Höchstgeburt geschoren wird. Das habe ich schon ein paar Mal erzählt, in Neuseeland haben sie die Schäfer gezahlt, dass du ihnen du musst ihnen Geld zahlen, damit sie das Schaf scheren. So, du darfst da zugucken, musst aber $25 oder was zahlen. Das ist ein bisschen wie bei Volkswagen, da kannst du Geld dafür zahlen, dass du beim Elektroautobau mitmachen darfst. Wie das? Weiß ich nicht, da kannst du halt so einen Eintritt und dann gibt es ja sowieso in Wolfsburg, kannst ja eh Touren durchs Werk haben. Ja, das. Und du kannst wohl auch Hand anlegen an einem der Produktionsbänder bei Elektroautos und musst aber dafür nochmal irgendwie extra lönen. Okay, das ist ja auch irgendwie. Ja, deutsche Autoindustrie braucht neue Geschäftsmodelle, glaube ich. Ja. Ja, gut, aber ich kann es ja verstehen, ne? Wenn du da irgendwo hinlangst, bist du ja null produktiv im Vergleich zu jemandem, der das schon länger macht oder ordentlich Ahnung hat. Also, ich würde sagen, sogar die deutsche Autoindustrie muss umdenken und ich weiß noch jemand, der umdenken muss, nämlich wir. Ja. Und zwar in Sachen Torf. In Sachen Torf. Ich bin so beeindruckt von dieser Zuschrift, Dominik. Also der Martin Kleinstäuber hat uns eine Mail geschrieben, die nichts weniger ist jetzt ein Epos? Ein Epos. Es ist ein Brief, Dominik. Aber ein epischer Brief. Ja. Können wir uns darauf einigen? Ja. Wir haben in der Ludwig Leichhardt-Folge, die er wohl recht amüsant, lehrreich und kurzweilig fand, vielen Dank dafür, sind wir zu wenig aufs Thema Torf eingegangen. Ah, was den Martin jetzt dazu gebracht hat, uns da quasi ein wenig in die schöne Welt der Komplexität des Torfes einzuführen. Das klingt, als hätte er uns irgendwo im Moor entsorgt. Ja, noch haben wir den Zustand von Torftrotteln, aber vielleicht lernen wir jetzt was dazu. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich schon dazu gelernt habe. Ich werde vor allen Dingen die Nummer, also er hat uns 4 verschiedene Whiskys quasi in süßen kleinen Fläschchen. Die habe ich hier. Also extrem cool, Martin. Vielen Dank dafür. Und dann noch quasi sehr, sehr viel Wissen um diese 4 Sorten und noch vieles mehr dazu. Ich bin speziell interessiert an der Sorte Nummer 3, Fairy Casks. Ich glaube, es ist Casks. Casks. Ein stark rauchiger Single Malt aus Irland.
als ob das nicht selten genug ist, wo dieser Tropfen noch in ehemaligen Rumfässern greift. Diese geben klassische Rumaromen an den Whisky ab. Wer noch das schöne 90er-Jahre-Produkt Rittersport Rum kennt, ja, wird sich hier wiederfinden. Mhm. Da habe ich mich angesprochen. Aber ich glaube, die gibt es tatsächlich noch, oder? Weiß ich nicht, aber ich hatte gerade eine Kugel Eis der Sorte Malaga und da sind ja auch so Rumrosinen drin. Ja. Ich mache jetzt das für die angesprochene Dings mal auf. Mal. Jetzt vielleicht. Aber wir können es jetzt ohne, das ist ein süßes Geräusch. Ohne Gläser können wir es jetzt natürlich nicht anständig verkosten, aber wir können mal riechen. Ja. Wenn ich hier Whisky trinke, bin ich eh gleich weg. Mm, okay, nice. Das ist sehr schön. Aber Martin, ich muss dir sagen, du bist für den Satz des Jahres nominiert. Wir haben wirklich, er schließt den Satz mit: So, ich hoffe, meine scharfe Rüge ist nicht zu harsch angekommen. Trotzdem ist ein Umdenken beim Thema Torf geboten. Also ich habe quasi die letzten 3-4 Wochen nichts anderes gemacht, als beim Thema Torf umzudenken. Und Martin, das habe ich alles dir zu verdanken. Vielen Dank. So, das können wir ja dann hinterher vielleicht nochmal verköstigen. Ich habe mich jetzt nämlich wirklich wochenlang sehr zusammengerissen, dass da jetzt noch überhaupt irgendwas drin ist. Sehr nett von dir, vielen Dank. Ja, sehr nett sind auch die mittlerweile über 100 iTunes-Kommentare, die wir Ernsthaft, wir haben über 100? Ja, und das nur im Deutschen. In den anderen habe ich gar nicht geguckt. Bewertungen oder geschriebene Rezensionen? Bewertungen. Okay. Alles in allem. Was haben wir denn für einen Schnitt? Es gibt so einen, der hat uns mit einem Stern bewertet und ich glaube, die Rezension war etwas wie... So nicht. Ah, okay, du weißt sogar oder noch nicht den, so? Den kompletten Wortlaut. Ich hätte es dann etwas wie nein, aber ja. Nein. So nicht, das kommt ungefähr hin. Die zieht uns ein bisschen runter, aber ansonsten ist der Schnitt hervorragend. Aber ich finde es okay zu sagen, ist nicht mein Ding oder ihr macht es irgendwie so, dass es mir nicht taugt. Das Schöne wäre halt zu wissen, was das nicht ist. Ja, das wäre so ein bisschen... Beziehungsweise, was das so ist. Die Konstruktivität fehlt mir ein bisschen an dieser Kritik, aber okay. Aber sie kommt auf den Punkt zumindest. Ja, ich freue mich über jede iTunes-Rezension. Ja. Dominik grinst so in sich rein. Du würdest dich nicht über jede freuen. Doch? Nein. Doch? Nein. Doch, du kennst mich mittlerweile nicht mehr, glaube ich. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du jetzt, wenn da jemand totalen Bullshit schreiben würde und dir einen Stern geben würde, würde es dich trotzdem aufregen. Ja, aber das würde ja keiner machen. Genau. Wie du weißt, sind Podcast-Hörer überdurchschnittlich intelligent, reich und gebildet. Ich glaube, das wird keiner machen. Hörerinnen noch viel mehr. Mhm. Ja, danke dafür. Danke auch an alle, die uns wie immer regelmäßig oder einmalig spenden. Und danke auch, ich habe ein paar Bücher bekommen, die ich sicherlich in den nächsten Wochen lesen werde. Auch dafür vielen Dank. Eins sogar mit Rücksendeumschlag. Was fand ich, Rücksendeumschlag? Ja, fand ich sehr schön. Ich habe mir eins schicken lassen von einem unserer Zuhörer und er hat darum gebeten, dass ich es doch zurückschicke. Und ich habe gesagt, klar, ist überhaupt kein Problem. Ich muss mir nur irgendwie ein Post-it oder irgendwas machen, dass ich es nicht vergesse. Und dann hat er aber direkt mitgedacht und einen Rücksende. Das ist wirklich sehr clever. Einen selbstadressierten Rückumschlag. Frankierten Rückumschlag an Ihre Adresse. Und da habe ich mir gedacht, der kennt mich, ne? Weil der weiß, ich würde das sonst am Ende verbummeln. Aber mit diesem Rückumschlag, der erinnert mich daran, da war doch noch was. Kann passieren, dass ich das falsche Buch am Ende reinstecke, aber ja, irgendein Risiko ist ja immer. Meine Memoiren von Jürgen Kraus. Grüße gehen auch raus an Jasmin. Die hat einen Podcast gestartet, der heißt Her Story. Und da geht es um starke Frauen der Geschichte. Hörempfehlung, es gibt bis jetzt nur eine Folge. Aber naja, das ist jetzt ganz frisch. Okay. Und ich hatte mit ihr sehr freundlichen Kontakt. Die wollte ein bisschen Feedback. Hört mal bei ihr rein. Und wie ist dein Feedback? Hört mal bei ihr rein. Ich bin brutal überrollt, wie jemand so eine erste Folge abliefern kann. Also super eingesprochen, Text mega präzise. Wir haben dann so über die letzten 2% gesprochen, wie man es noch perfektionieren könnte, theoretisch. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, irgendwann müsst ihr zwei vielleicht mal was schreibtechnisch zusammen machen. Jetzt bin ich tatsächlich neugierig. Dream Team. Huhuhu. Die unsere Anna aus der Schweiz, die hochgeschätzte, die Anna. War auf Wikipedia unterwegs. Möchtest du zwei Worte dazu sagen, Jürgen Kraus? Was? Oh, das hat mir wirklich das Herz erwärmt. Das war richtig schön, ja. Wir haben mal angemerkt, ich nehme an, es war in Folge 6 über Maurice Flitcroft. Ja! Dass es doch sehr traurig ist, dass es keine deutsche Wikipedia-Seite für Maurice Flitcroft gibt. Es ist so gut. Kaum vergehen 2 Jahre, schon gibt es eine. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist also im Gedenken von Maurice Flitcroft. Und ich hoffe, über den erfahren wir nicht noch irgendwelche Sachen, wo wir dann sagen, doch, Herr Depp. Weil das haben wir ja doch relativ selten in unseren Geschichten.
ist es ja schön, dass mal so jemand dann auch in der Wikipedia verewigt wird. Ja, er war ja schon auch verewigt so ein Stück weit, aber jetzt gibt es auch eine deutsche Entsprechung zu dem englischen Beitrag. Das finde ich wunderbar. Jetzt muss nur noch jemand sein Leben verfilmen. Ja, ich weiß nicht, ob das jemand als Challenge jetzt annehmen will, Anna. Wen würdet ihr casten? So aus dem Bauchgefühl raus. Gar nicht jetzt der Optik nach halbe, sondern einfach nur so vom Typus her. Ist das eine internationale oder eine deutsche Produktion? International auf jeden Fall. Weil spontan hätte ich so an jemanden wie Björne Mädel gedacht. Oh, so. Also das ist aber den Tatortreiniger. Ah. Aber ich würde, glaube ich, ihn auch einfach gerne in allem sehen, von daher. Ja, ja, also wenn es eine deutsche Produktion wäre, dann wäre das auf jeden Fall hätte er meine Stimme. Okay. International, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich war ja mal, also. Oh, ich, aber Mädel, wär fantastisch. Es gab Zeiten in meinem Leben, da hätte ich jede Frage mit, wie würdest du diese Rolle besetzen, mit Jack Black beantwortet. Also ich habe gerade eine Vision, die ist aber ein bisschen unrealistisch durch die Zeit. Wenn der Prinz William direkt König wird, wäre Prinz Charles geil. Aber er wäre auch in der Rolle des Widersachers geil. Oh ja. Des Erzfeindes. Nee, wobei geil. Ich finde, dafür ist er optisch nicht geleckt genug. Optisch geleckt. Optisch geleckt. Weil ich finde, der Widersacher von Flitcroft müsste viel zu sauber, viel zu glatt sein. Dafür finde ich, ist also so ein ja, aber so den klassischen Schalzen mit den Ohren und sowas, dafür ist der schon, hat er zu viel Kanten schon. Den klassischen Bösewicht, das passt irgendwie auch nicht. Wie wäre es dann mit so jemandem wie zum Beispiel Sean Connery? Als Bösewicht? Als Bösewicht. Der ja auch irgendwie diese englische Noblesse so ein bisschen verkörpert. So, aber auf eine spitzbübische. Ja, schon klar, dass der Schotte ist und sehr stolz drauf ist. Ja, ja, aber trotzdem erfüllt er ja ein gewisses Bild. Ja, aber der ist mir nicht opportunistisch? Nein, upper class. Nee, wie sagt man das? Stiff upper lip. Stiff upper lip, dankeschön. Ja, aber das ist eben genau das, was ich, das wäre dann schon zu viel. So, das bräuchte es, glaube ich, gar nicht. Da hast du wahrscheinlich recht. Sean Connery bringt so einen gewissen Spitzbuben-Charme mit und das könnte ganz interessant werden. Aber ja, was bin ich schon, hier Rollen vorzuschlagen? Lasst uns lieber über starke Frauen sprechen. Das war eigentlich hätten wir gerade eine super Themenüberleitung gehabt und irgendwie habe ich es verbummelt. Aber egal. Ich fange da mal an. Friederike Henriette Auguste Weißner wird höchstwahrscheinlich im Jahr 1825 höchstwahrscheinlich in Kassel geboren. Das sind sich das Smithsonian, der Dollop und Wikipedia nicht so ganz einig. Die spielen Stein, Schere, Papier immer noch darum, wer recht hat. Friederike hat 6 Geschwister, von denen auch nur eines im Kindesalter sterben wird. Das ist sicher irgend so eine Art von Rekord. Also für die Zeit nicht schlecht, würde ich sagen. Zitat Wikipedia. Not much is known about her early life, other than her family was Jewish. Okay, also sie waren nicht reich. Dann hätte man es wahrscheinlich gewusst, ja. Also wenn das einzige bezeichnende Feature ist. Es kommt dann noch eins raus in ihrem späteren Leben. Und zwar ist sie 1,83 Meter groß und wiegt zeitweise fast 150 Kilo. What the fuck? Und da muss ich schon mal sagen, sie fällt zumindest optisch auf. Ah, tatsächlich, vor allem damals waren ja die Menschen auch noch tendenziell ein bisschen kleiner. Und 1,83 für eine Frau ist schon... Ich wollte sagen, das ist meine Körperhöhe. Ambitioniert. Ja. Fräulein Weißner wird zur Frau Mandelbaum, als sie im Jahr 1848 einen Wolf Israel Mandelbaum heiratet. Und spätestens jetzt lässt sich das mit dem Judentum dann auch nicht mehr so richtig leugnen. Wolf Israel ist halt auch echt geil. Die Eheleute Mandelbaum arbeiten als Hausierer. Sie gehen also in der Stadt von Haus zu Haus und verticken auf eigene Rechnung, das ist wichtig, verticken Waren. Entschuldigung, haben Sie eine Tür? Oh, ich sehe, Sie haben schon eine. Na, wenn dann Häuser, oder? Nee, sie verticken Viehzeug, Gemüse, Früchte, also alles, was sie irgendwie... Viehzeug? Naja, sie Hühner oder sowas. Hä, aber die haben dann die Hühner dabei, oder was? Ja. Oder haben die einen Katalog, wo du quasi raussuchen kannst? Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die aufs Land fahren. Wenn ich ein Faultier haben. Da halt zur Not mal so ein Schaf mitbringen und oder dann in die Stadt fahren. Oh, Tapir. Ich hätte gern Tapir. Nürnberger Zoo hat Tapire, unglaublich goldig. Ich weiß, die sind der Hammer. Ja. Wusstest du, dass früher... Auch in den USA, glaube ich, war es auch noch der Fall, noch bevor der Katalog eine große Sache war, also Handelsreisende mit so kleinen, fast wie so Puppenhäusern auf Reisen gegangen sind, um den Leuten die Möbel zu zeigen. Das heißt, da gab es dann einfach Leute in den Werkstätten, die haben die Möbel in ganz klein nachgebaut, um sie den Leuten mitzugeben, dass die dann vor Ort gehen können und sagen, ach, Sie wollen ein Sofa, gucken Sie mal, ich hätte hier dieses. Ist ja mega geil. Stellen Sie sich viel größer vor, bitte. Damals gab es aber nicht so viel Auswahl, behaupte ich. Ja, es ist natürlich eine geile Alternative zu einem Katalog. Ja.
Cool. Ja, wusstet ihr übrigens, dass es ein besonderes Recht gibt auf alle Verträge, die an der Haustür geschlossen werden, aber also das ist nicht so geklammert quasi besondere Rechte für Hausierer, sondern besondere Rechte für all diejenigen, Verträge, die vom Gewerbetreibenden aus abgeschlossen werden. Also die auf Anregen eines Gewerbetreibenden hin abgeschlossen werden. Im Gegensatz zu, ich gehe in einen Laden und schließe einen Kaufvertrag. Du darfst immer noch 7 Tage vom Vertrag zurücktreten. Ah, das ist sozusagen so ein bisschen damit, wenn du... Oder Druck gesetzt wurdest. Genau, das also wenn du das sozial nicht so gut drauf klarkommst, dass jemand vor der Tür steht und du Nein sagen kannst, dass du da noch einen Fuß in der Tür hast, um wieder rauszukommen. Das ist quasi der Kaffeefahrtenparagraf mehr oder weniger so. Ne? Aber da heißt es ja genau dieses Prinzip. So, die Leute wissen gar nicht, dass sie irgendwie zum Einkaufen fahren, ja, sondern denken, sie machen irgendwie einen Kaffee- und Kuchenausfahrt. Und dann wird ihnen aber auf Anregen eines Gewerbetreibenden hin was angedreht. Und dann, wichtig zu wissen, dann hat man 7 Tage quasi Sonderrecht, von dem Vertrag wieder zurückzutreten. Ist das noch immer der Fall? Mhm. Okay. Nee, ich weiß nur, das ist sozusagen ein Fernabmeldegesetz. Also wenn du es irgendwie via Internet oder Co. tust, dann hast du 14 Tage. Genau. Nee, das gibt's auch. Und ich meine, diese Hausierer, die sind mir jetzt nicht mehr so, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, so Staubsaugervertreter und so. Also ich habe tatsächlich jetzt neulich innerhalb von 2 Tagen 2-mal geklingelt. Einmal war es irgendwie eine Vertreterin von E.ON, die irgendwie über einen neuen Tarif was erzählen wollte. Wenn man gerade an der Haustür, okay. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob die direkt von E.ON war oder. Ich mit ihnen über Strom sprechen. Hat echt so, wie so, hat sich ausgewiesen mit so einem fetten E.ON-Zeichen. So, okay, gibt's E.ON überhaupt noch? Und das zweite war quasi, der Zirkus hat gesammelt, weil sie wegen Corona nicht auftreten dürfen und dann haben die gesammelt. Ey, so genial. Ich hoffe, ich habe das Bild parat und schmeiß mir das mit in die Shownotes. Die Kirchweih, also mit anderen Worten, Rummel, Kerwer, Duld. Der Dom, Duld, wie auch immer ihr es nennen wollt. Ein Volksfest in der Region, wo ich herkomme, konnte dieses Jahr natürlich nicht stattfinden. Mhm. Wegen dem großen C. Also stand dann einfach mitten in den Eischwiesen, also da, wo noch dieser Festplatz ist, stand dann einfach ein Drive-Thru-Zuckerwatte-Verkäufer, wo du dann einfach hinfahren konntest und so, ja, ich will gebrannte Mandeln und so Zeug mitnehmen musst. Und die haben das einfach so groß ausgeschildert mit so, mit so einem Drive-Thru. Total geniale Idee. Sicher, wenn die nicht so viel Umsatz machen wie sonst, aber ey, naja, da wissen sich Leute zu helfen, sag ich mal. Ja, das haben sie in Landshut aber, glaube ich, auch gemacht mit Steckerlersfisch, so geräuchern Fisch. Finde ich ganz geil. Ja, wenn sie es ja, irgendwo mit Maßkrügen machen, dann fahre ich auch mal hin. Ja, aber das willst du doch nicht fahren. Warte die Polizei mal direkt dann auf dich. So einfach eine Bude Süßsachen, eine Bude so Bier, eine Bude, dann einfach direkt die Polizei. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich euch das mit den Verträgen jetzt erzählt habe. Das hat mit der Geschichte nämlich überhaupt gar nichts zu tun. Aber ich fand es interessant. Friederike und ihr Gatte leiden nicht nur unter der schlechten Kartoffelernte in jener Zeit, sondern vor allem auch unter den begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten für Juden. Auch damals gibt es schon heftigen Antisemitismus und hanebüchene Gesetze, die Juden mehr oder weniger ja, wirtschaftlich komplett diskriminieren. Mhm. Also, dass die bestimmte Sachen nicht verkaufen dürfen, bestimmte Läden nicht eröffnen dürfen. Also, das ist, war schon 1800, schieß mich tot, ein echtes Problem. Nachdem dann auch 1848, 49 die Revolution in die Binsen geht, beschließen sie im Jahr 1850 in die USA auszuwandern. Ja, vorher bringt sie noch Bertha zur Welt, ihre erste Tochter, die sie dann auch liebevoll Bessie nennen. Hm. Bessie, paint your pictures about how it's gonna be. Schön, das Bild, das Philipp gerade beschrieben hat. Wie soll ich denn da mit meinem Auto durchkommen? Ja, du musst halt gescheit fahren. Das ist eher so ein Fahrrad-Drive-Thru, oder? Ja, also da ist jetzt eher der Gedanke, dass du auf dem Bild, wie gesagt, Shownotes, dass du da von der Seite her. Entweder kannst du, ich glaube, du kannst von der anderen Seite tatsächlich hinfahren oder dass du da dich halt hinstellst und dann schnell rausgehst. Hm. Nun wandert also zuerst Wolf aus und 2 Monate später folgen ihm seine beiden Mädels. Friederike ist Anfang 20, also höchstwahrscheinlich, ja, wie gesagt, wir wissen das mit dem Geburtsdatum nicht so ganz genau. Und die 6-wöchige Überfahrt in der 3. Klasse. Dritte Klasse, Alter. Das ist echt immer wieder unfassbar. Und das muss die Hölle sein. Das muss absolut die Hölle sein. Also einmal hat sie ein kleines Kind dabei und zum anderen sind die Gänge und die Kabinen ungefähr so breit wie sie. Also das muss wirklich ganz, ganz eine ganz, ganz schlimme Überfahrt gewesen sein. Aber hast du zufällig eine Ahnung, was es dann gekostet hat damals? Nein. War das dann wenigstens günstig oder hat man dann trotzdem scheiß viel Geld dafür gezahlt? Ich glaube, da wird die Frage sein, du kannst dir halt 3. Klasse leisten oder halt nichts. Ja, aber also ich glaube nicht, dass das wahnsinnig günstig war. Wahnsinn. Okay. Also ich kann es dir aber nicht genau beantworten. Okay. In New York
Damals wichtig, noch nicht City, das kommt erst um 1900. In New York angekommen, lassen sich die beiden in der... wie, das kommt erst... Also das war doch da auch schon eine Stadt. Ja. City heißt ja nur Stadt. Na, aber Sekunde, aber New York ist doch auch ein... Bundesstaat. Ein Bundesstaat, genau. Aber die Stadt gab es doch da schon. Nein, aber das waren noch so einzelne, also die einzelnen Stadtteile, was heute alles eins ist, waren das, damals okay, einzelne. New York City ist ein Zusammenschluss von kleineren... Ah, das heißt sowas wie Brooklyn oder sowas war tatsächlich mal eigene Stadt. Wenn ich mich nicht irre, also da nage mich da jetzt bitte nicht fest. Aber ich weiß nur, damals war es noch nicht New York City, sondern das kam dann erst, als es irgendwie größer und ich meine zusammengewachsen ist. Tatsächlich kann ich jetzt mich schon wieder an die Sierra Adventure Gold Rush verweisen. Da startest du das Spiel in Brooklyn. Ich habe mir immer gedacht, ja, aber warum sagen die nicht in Brooklyn, New York oder so, sondern ja, dann ist klar, wenn das damals halt wahrscheinlich noch Stadtteil bzw. Stadt war, aber noch nicht eines gemeinsamen New Yorks, dann ergibt es ja Sinn. Ich glaube schon, dass es einen Kern gab, der auch einzelne Stadtteile hatte, wie zum Beispiel die Lower East Side, das ist das Viertel, in dem sie sich jetzt niederlassen. Mhm. Das war, glaube ich, schon ein Stadtteil von New York, aber ich glaube, das große Ganze kam dann erst, als es so ein bisschen zusammengewachsen ist. L.A. ist ja auch quasi mehrere Städte zusammengewachsen. Okay. Also, sie lassen sich an der Lower East Side nieder, Das Viertel wird in der Zeit auch Klein-Deutschland genannt, weil da natürlich logischerweise sehr viele deutsche Auswanderer hin pilgern. Die Gegend ist wie die gesamte Stadt heillos überfüllt. Nicht selten teilen sich 15 Menschen kleine Zimmer ohne Fenster. Und an den Stellen, an denen das Haus doch Fenster hat, wird es hauptsächlich benutzt, um den Müll rauszuwerfen. Also, die Straße, müsst ihr euch vorstellen, ist ein übel riechender Belag aus Abfall, Speiseresten, toten Haustieren und Night Soil. Wenn ihr euch noch erinnert, was Night Soil ist. Mm-mm. Nein? Mm-mm. Das ist das, was man in seinem Nachtpott sammelt. Raus damit. Überhaupt ist in New York viel los. 500.000 Einwohner, etwa die Hälfte davon Immigranten und ein gutes Fünftel davon sind deutschstämmige Juden. Trotz unhygienischer Verhältnisse, heruntergekommener Infrastruktur und immer wieder grassierenden Krankheiten wird New York in den kommenden Jahren auf 800.000 Einwohner anschwellen. 1866 schätzt ein Politiker, dass unter den 800.000 Einwohnern rund 30.000 Diebe, 20.000 Prostituierte sind, die sich vorrangig auf den Straßen und in den 3.000 Drinking- und 2.000 Gambling-Houses tummeln. Also es war schon ein ziemliches Moloch. Mhm. Das ist aber echt bizarr, wie einfach immer komplett durch die Geschichte durch bis heute ja oft Sexarbeiter mit Dieben und Co. gleichgesetzt werden. So alles gleiche Bagage, alle draufknüppeln. Naja, es ist halt in den meisten Zeit auch verboten. Ja. Also in den USA ist es immer noch verboten. Es ist irgendwie schon die gleiche Kategorie dann damit. Ja, aber sozusagen selbst wenn du Länder hast, wo es toleriert oder erlaubt wird, dann wird es immer noch gerne zum Geschmissen gefühlt. Es ist auch, ja, ich gebe dir recht, es ist moralisch schon ein Unterschied. Ja. Aber oft vor dem Gesetz halt leider nicht. Ja. Die Kindersterblichkeitsrate liegt bei 75% und das ist jetzt 75? Ja, ich habe dir gerade verschiedene Ansätze genannt, warum das so sein könnte. Und das ist jetzt ziemlich doof für Bessie, weil die schafft es leider nicht. Für die Kinder, die es schaffen, stehen die Chancen nicht schlecht, dass sie eine von ungefähr 10.000 Street Rats werden. Das sind die obdachlosen Waisenkinder, die sich nur in Ausnahmefällen auf legalem Weg irgendwie durchschlagen können. Und dann gibt es halt auch noch massenhaft Straßengangs. Die Iren, die Italiener, die Arbeitslosen. Also ist es von der Zeit her, so wie Gangs of New York mit DiCaprio, der Film? Das kommt schon grob hin, glaube ich. Ja. Raubmord und Totschlag sind hier an der Tagesordnung. Raubmord. Das war großartig. Danke. Dafür habe ich viel Zeit investiert. Oh, war gut angelegt. Hier finden auch die Mandelbaums schnell ein Einkommen oder ein Auskommen, das könnt ihr erzählen, wie ihr wollt. Hauptsache kein Umkommen. Indem sie, ähnlich wie Deutschland, Sachen verscherbeln. Zunächst sind es hauptsächlich Fundsachen, die beiden Kinder irgendwie aus dem Rucksack heraus und später von dem kleinen Straßenstand aus verhökern. Sekunde, hast du gesagt Fundsachen. Fundsachen. Wo haben sie die gefunden? Fundsachen. Bei anderen Leuten? Ich werde das gleich noch näher eingrenzen. Okay. Im ersten Moment sind es tatsächlich Fundsachen, Lumpen, kaputte Taschenuhren, Stücke von Stoff, so ein Kram. Ach, wirklich so richtig? Okay. Später sind es Fundsachen, die von anderen an sie herangetragen werden. Mhm. Und noch später sind es Fundsachen, die gar niemand wirklich verloren hat. Wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Händler wie die Mandelbaums müssen sich hier in der Gegend schon was einfallen lassen, um aufzufallen. Also es gibt relativ viele, die hier irgendeinen Krempel verscherbeln. Und nicht selten stehen die Leute rum, haben ein Horn dabei, in das sie irgendwie pusten, um aufzufallen. Andere arrangieren irgendwie ganz aufwendig irgendwelche Früchte auf dem Boden. Und wieder andere stecken ihr Pferd in eine Hose.
Ist auch einfach das Naheliegendste. Auch das, was mir sofort einfallen würde. Ha, wir machen ein bisschen Promo. Steck das Pferd in deine Hose. The origin story for Mr. Ed. Aber Sekunde, die Frage ist, hat das Pferd dann so hinten zwei Beine drin, über den Hintern? Oder ist es so eine Hose mit vier Löchern, damit alle Beine etwas bedeckt sind? Speaking of Pferd mit Hose, hast du das Ende von BoJack Horseman angeschaut? Ja. Ich fand's brillant. Super. Die Konkurrenz ist hart, denn bei Krempel gibt es insgesamt ein sehr viel höheres Angebot, als es Nachfrage gibt. Ja. Wie man und sich die auch, haben halt kein Pferd. Wie man sich auch denken kann, die haben kein Pferd, aber die haben Frau Mandelbaum. Und die ist doch eine sehr... Die hat auch eine Hose. Die hat eine Hose, weiß ich nicht, ob sie eine Hose hat, aber die ist zumindest eine sehr, sehr auffallende Erscheinung, selbst verglichen mit so einem Pferd. Das klingt ein bisschen wie ein Kinderbuch. Frau Mandelbaum und das Pferd mit der Hose. Ja. Also sie ist auffällig, deshalb laufen ihre Geschäfte, wenn schon nicht mittelmäßig, doch zumindest nicht unterirdisch schlecht. Frau Mandelbaum hat Vertriebserfahrung und einen insgesamt ganz guten Riecher, aber der Job an sich ist halt relativ brotlos. So, um überhaupt irgendwie genug zusammenzukratzen, dass man über die Runden kommt, schuften die Mandelbaums nicht selten 14 Stunden und mehr am Tag und bringen trotzdem in manch einer Woche nur magere $6 nach Hause. Aber was entspricht dem? Kann ich dir jetzt egal, aber sagen, ist nicht es viel. Reicht gerade. Ist nicht viel. Glück im Unglück. Ich muss jetzt echt überlegen, ob ich diesen Satz noch vorlese, aber Glück im Unglück, dort wartet wenigstens kein hungriges Kind mehr. Boah. Wow. Also, ich, ja, Jürgen, du hast eine Freikarte, okay? Du bist manchmal echt so, aber, also manchmal könnte man behaupten, du hättest Philipp, kein Herz. Philipp kann quasi bezeugen, dass ich gerne auch mal ein makabre Witz mache, aber das war echt hart. Den konnte ich nicht liegen lassen, es tut mir leid. Aber du hast recht, den konntest du nicht liegen lassen. Wo wir es gerade schon von Prostituierten hatten, ich habe noch einen ganz schrecklichen Witz mit Prostituierten, wollt ihr den auch noch hören? Wie er sich halt schon... Ich wollte gerade sagen, aber ich habe gerade so das Gefühl, du schaufelst dir so ein Grab gerade. Ja, ja, ja. Komm, ich mache einfach weiter. Und dann, Jürgen ist wie so jemand, der tanzen muss. Ja. Wir beenden so danach den Billy Podcast. Billy Elliot, ich muss tanzen. Ja. Also, ich muss mein eigenes Grab schaufeln. Wie viel tote Prostituierte braucht man, um die Glühbirne im Keller zu wechseln? Auf jeden Fall mehr als 3, weil so viel habe ich schon runtergeworfen und es ist immer noch dunkel. Komm, bitte. 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 Liebe Hörerinnen und Hörer, er ist wirklich komplett zusammengebrochen über seinen eigenen Scheuen mit. Es tut mir so leid. Corona macht schlimme Dinge mit euch. Das stimmt. Liebe Welt da draußen. Dieses Corona ist schlimm. Wenn ihr irgendwo Probleme habt, sucht euch Hilfe. Es gibt, ihr seid nicht allein, es gibt da draußen Hilfe. Oder macht einen Podcast. Da könnt ihr euch all das Aufgestaute, alles von der Seele sprechen. Und niemand. Oder hört einen Podcast und schreibt dann böse E-Mails an Jürgen. Niemand ist da, um über euch zu urteilen. Das ist okay. Hoffe ja, ich. Und es ist ein Umdenken beim Thema Torf geboten. Tut mir leid. Und beim Thema Prostituierte, wo wir schon dabei sind. Es tut mir leid. So, jetzt kommt das Jahr 1857 und mit ihm eine große Wirtschaftspanik. Wirtschaftspanik heißt in dem Fall, die Weltwirtschaft geht zurück, aber die amerikanische Wirtschaft überexpandiert und dann kollabiert alles. Um euch das genau zu erklären, bin ich zu doof. Seid ihr zu dumm, wäre voll geil gewesen. Fun Fact, da Samuel F. Morse nur 15 Jahre zuvor den Telegrafen erfunden hat, ist die Panik von 1857 die erste, die sich im 0,nix über die ganze USA verbreitet. Oh, okay. Also früher war man schon allein durch dieses kommunikative Delay so ein bisschen gefreit. Der Pony-Express hat länger gebraucht. Genau. Ja. Und jetzt verbreitet sich so eine Wirtschaftspanik halt im 0,nix von Ost nach West. Wirtschaftspanik, stopp. Ist aber lustig. Haben kein Geld mehr, stopp. Ja, weil ja tatsächlich viele Leute ja im Moment auch die These, aber ich finde, ist ja auch eine gewisse Grundlage da, sagen, ja, wegen Internet und sozialen Medien verbreiten sich heute halt auch Falschinformationen und Panikmacher schneller. Da könntest du darauf verweisen, kannst sagen, ja, auch wegen Morse. Der war schuld eigentlich. Naja, wegen des Morse-Systems und des Telegrafens, da ging es ja auch schon los. Das ist deutlich schneller ging alles. Ich habe heute auf Reddit gelesen, dass der Erfinder des Fernsehens seine eigene Erfindung eigentlich sehr zeitlebens sehr, sehr kritisch gesehen hat, weil er eigentlich für Education eher erfunden hat und nicht für Entertainment. Ah. Das ist aber ironischerweise das einzige Mal, als er im Fernsehen war, war bei einer Quizshow. Was ich sehr schön. Dann bei der Mondlandung hat er dann quasi gesagt, so ungefähr, vielleicht war es das doch wert. Oh, schön. Ja. So habe ich mir das gedacht. So ja, aber auch, dass er das noch erlebt hat mit der Mondlandung, dass das da so alles übereinging. Einen anderen Figur, die noch lebt, was ich sehr schön finde, ist ein Nase-Ingenieur, der hat die Super Soaker erfunden.
Ja, ja. Und der hat schon öfter auf Reddit solche Ask Me Anythings beantwortet. Da haben so ganz viele Leute geschrieben, so, vielen Dank, du hast so viele Sommer von mir tolle gemacht. Und ich so, oh, was für ein schönes Hinterbleibschaft. Auf diesem Planeten hättest du, wenn du irgendwann auf dein Leben zurückblickst und sagst, ich habe so und so viele Kinder mit meinem Quatschwasserspritzpistolen glücklich gemacht. Wo wir schon bei Erfindungen sind. Ich habe neulich sehr geschmunzelt, als ich dieses, da hat jemand so ein 3D-Rendering gemacht von einem Cybertruck, der auf dem Wasser fährt. Mhm. Und er saß hinten auf der Ladefläche und hat geangelt. Und dann hat Elon Musk unter diesen Tweet geschrieben, ah, gute Idee eigentlich. Und jetzt denken alle, dass er tatsächlich darüber nachdenkt und das am Ende vielleicht bauen könnte. Fand ich sehr schön. Nicht so schön ist, wenn Hunderte von Geschäften schließen müssen, Banken zugrunde gehen, Zehntausende die Jobs verlieren, hungernde Kinder durch die Straßen ziehen und auch ähnliche Fundsachen verkaufen wie Frederika. Gott, ey. Taschendiebstahl, nicht selten von den Eltern gefördert und belohnt, entwickelt sich zunehmend zum Problem in der Stadt. Für Frau Mandelbaum ist die Wirtschaftskrise eine einmalige Chance. Sie beginnt mit immer mehr dieser herumstreunenden Kinder jetzt Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Also sie kauft ihnen zum Beispiel diese Waren ab, die anbieten. My Little Birds. Und vertickt sie dann mit Profit weiter. Ja, also die Kinder sind ganz gut im Einsammeln von diesen Waren und sie ist eine gute Verkäuferin, ist eigentlich doch eine ganz gute Situation. Also wie so eine Art, ne, Pfandler ist das falsche Wort, ne? Aber halt wie so eine Anlaufstelle, wo du sagst, da kriege ich vielleicht nicht den allerhöchsten Gewinn, aber der ist halt zuverlässig und ist immer da. Aber genau. Und also sie ist trotzdem eine knallharte Geschäftsfrau, also sie bezahlt seltenst auch nur die Hälfte von dem Wert von irgendwas und verkauft es in der Regel aber überdurchschnittlich zu überdurchschnittlichen Preisen. Also sie ist eine sehr, sehr gute Verkäuferin. Und meistens kauft sie eigentlich auch nichts an, wo sie nicht zumindest jemanden schon weiß, dem sie das später wieder verkaufen kann. Also sie sagt auch mal, ich fange mal an mit 50 Euro. Was ist der letzte Preis? 80. So, ihr könnt euch jetzt hier selber das Judenklischee einfügen, wenn ihr wollt, aber sie ist wirklich eine sehr taffe, gute Geschäftsfrau. Sie weiß, wie das läuft. Sie weiß, wie sie ihre Waren loskriegt. Sie wird auch manchmal verglichen mit, es gibt eine Figur in dem Charles Dickens Roman. Das ist auch ein Fagin oder Fager oder Fagin, ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Das ist auch ein, das führe ich jetzt nicht aus, sonst glaube ich, komme ich in ein Loch, wo ich nicht mehr rauskomme. Aber es ist auch ein Charakter, der nicht so schön im Licht dasteht und aber auch quasi skrupellose Geschäfte macht und deswegen wird sie manchmal mit ihm verglichen. Wenig schmeichelhaft. Weil du es jetzt erwähnt hast, ist die Figur, die du erwähnt hast, ist ja auch jüdisch? Ja. Okay. Ich meine, das hast du halt durch die komplette Literatur durch, ne? Auch Shakespeare und Co. Irgendwie so dieser seltsame Judenhass und schlimme Vorurteile zieht sich da halt einfach komplett durch die Gesellschaft durch. Ja, ich habe das jetzt natürlich ein wenig läppisch hier, so Judenklischee, ne? Aber es ist tatsächlich, war sie in der Zeit mit genau diesen Problemen konfrontiert. Ja, ja. Also sie war genau mit dieser Art von Vorurteilen und mit dieser Art von Antisemitismus tagtäglich konfrontiert und ist deswegen in die USA ausgewandert und stellt dann fest, oh, das gibt es hier auch. Furchtbar. Mittlerweile spricht Federica fast genauso gut Englisch wie Deutsch, was sie schnell auch außerhalb der Kreise minderjähriger Ganoven bekannt macht, zum Beispiel in den Kreisen nicht minderjähriger Ganoven. Mandelbaum erarbeitet sich den Ruf einer tüchtigen Geschäftsfrau. Was sollte das jetzt heißen? Ich konnte jetzt irgendwie intellektuell nicht folgen. Du hast im Prinzip für mich, ja egal, alles gut. Nicht genau, nur auch erwachsene Gangster werden jetzt auf sie aufmerksam. Genau. Zum Beispiel. Weil das, was für ein Kreis nicht Minderjähriger soll es denn sonst sein sollen? Du hast zwar irgendwie doppelt gemoppelt, so gefühlt. Das war ein Stilmittel. Ah ja, fantastisch. Ja, es zündet halt nicht jedes so gut, wie das vorhin ist. Tut mir leid. Ich muss es versuchen. Ich kann nicht anders. Also sie. Meine Bohrmaschine ist auch ein Stilmittel. Du meinst eine Kettensäge. Ach, die Kettensäge. Oh, also wenn, dann musst du ihn schon richtig. Ich bin einfach müde, ich krieg's nicht hin. Es ist doch 3 Uhr nachmittags. Es ist total gewitterschwül. Ja, es ist ja auch unglaublich heiß hier drin. Mandelbaum bearbeitet sich den Ruf einer tüchtigen Geschäftsfrau und den einer Frau, die zwar keine Skrupel hat, was die Herkunft einer Ware angeht, aber die in ihren Geschäften trotzdem immer ehrlich ist. Also sie erzählt keinen Scheiß, sie lügt die Leute nicht an, sie verkauft ihnen vielleicht Sachen zu teuer, aber du kannst dich trotzdem eigentlich auch auf einen Handschlag von ihr kannst du dich verlassen. Okay, quasi. Ist doch schon mal gut. Und deshalb etabliert sie sich auch als so eine Art vertrauenswürdiger Mittelsmann, vor allem für, nicht ganz so astreine Transaktionen, also für so, wo vielleicht die Herkunft der Ware nicht ganz klar ist. Mhm. 1860 kommt ihr Sohn Julius auf die Welt und keine Panik, er ist quasi ein 25% Kind, ja, er wird es schaffen.
Genauso wie seine später folgenden Geschwister Gustav, Annie und Sarah. Also unterm Strich haben die eine sehr, sehr gute Quote. Ja, ja. Was? Kann man auch erstmal vorstellen, dass diese Sterblichkeit auch massiv von der Versorgung und dem Lebensstandard abhängt. Unbedingt. Unbedingt. Aber im Moment wohnen sie in einer fensterlosen Wohnung mit 15 anderen. Also noch nicht ganz optimal. Ja, aber ich sag mal, dadurch, dass sie da dieses Geschäft schon mal am Laufen hat, kann ich mir vorstellen, dass bei denen zumindest halbwegs regelmäßig irgendwas Kaubares reinkommt. Und die Hoffnung auf Fenster da ist. Die Hoffnung auf Fenster. Sie stirbt nie aus. Die Hoffnung auf Fenster, ein neuer Roman. Zu ihren Kindern habe ich noch ein Zitat aus einem Buch über die gute Frau Mandelbaum. Trotz ihrer kriminellen Aktivitäten blieb Mandelbaum stets eine aufopferungsvolle und aufmerksame Mutter. Und ich vermute jetzt einfach auch mal, dass Bessies Tod damit vielleicht zu tun hat, also dass sie sogar ein bisschen überaufmerksam geworden ist. Ja? Ein 150-Kilo-Helikopter, wenn ihr so wollt. Und sie ist auch bekannt dafür, dass sie mal einen Deal auch einfach platzen lässt, wenn gerade mit den Kindern irgendwas ist. Ach, also, wirklich? Ich habe jetzt eher überlegt, was in der damaligen Zeit, wo jetzt Erziehung nicht so wichtig war und Sensibilität, was da jetzt schon zählt als aufopferungsvoll. Wenn du das Kind mal im Winter bei minus 20 Grad zur Seite nimmst und ich weiß, Kind, du hättest gerne ein Fenster. Das schon, oh Gott. Das schon zählt. Ja, aber bei minus 20 Grad bist du vielleicht froh, wenn es gerade keins hast. Naja, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. So, ich glaube, dass die Kette schon gut draußen bleibt, wenn du ein Fenster hast. Im Vergleich zu kein Fenster? Die hatten da noch kein Dreifachglas. Nee, wie heißt es? Doppelt isoliert? Dreifach verglast. Ja. Kommt hin. Bin ich ziemlich überzeugt von. Okay. Die Mandelbaums ziehen jetzt aber dank des stetig wachsenden Einkommens, ihr habt es ja jetzt quasi schon erraten, vorübergehend in eine Mietswohnung in einer nicht mehr ganz so schlimmen Gegend und verbleiben aber zumindest im Viertel Kleindeutschland. Und der Besitzer ist eine Katze, denn es war ein Mietshaus. Boah. Du bist kein Deut besser als er. Nur anders. Ja, stimmt. Bis ins Jahr 1864 brummt der Laden bei den Mandelbaums so gut, dass sie sich ein Ladengeschäft in der Clinton Street zulegen. Warte, ich drehe den Laden mal um. Heißt es nicht, er brummt so sehr? Brummt es gut? Der Laden brummt. Das geht eigentlich brummt danach. Der Laden läuft. Danach ja, aber nicht mehr weiter. Aber sagt man da gut? Ist ja wurscht. Ich habe jetzt tatsächlich, ohne dass ich klugscheiße bin, einfach nur gedacht, ob man sagt, es brummt gut. Die Frage wäre eher, ob es ein schlechtes Brummen auch gibt. Er brummt schlecht. Er brummt so, könnte man ja auch sagen. Er brummt so, dass sie sich ein Ladengeschäft in der Clinton Street. Das wird so klingen, als wäre irgendwie die Rohre sehr laut und die Heizung. Also auf jeden Fall ist alles bisher jetzt auf einem Weg, dass man sagt, das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt, gell? Es läuft besser quasi. Also sie mieten sich jetzt in ein Gebäude ein, wo sie dann unten einen Dry Goods Store eröffnen, also einen Kurzwarenladen. Haben wir schon mal drüber geredet? Ihr wisst, was Kurzwaren sind? Mhm. Gut. Es wird Nähzubehör und Co. Textilien, so hauptsächlich. Ja. Das ist aber jetzt zusätzlich oder stattdessen? Sie entwickelt sich da so ein bisschen hin. Also also wie soll ich sagen, Stoff war schon immer ein Teil des Angebots. Ja, und so ein Kurzwarenladen ist halt jetzt the next logical step. Ist halt jetzt so Fokus auf das eine, aber sie hat natürlich auch anderen Krempel verkauft und sie wird auch noch anderen Krempel verkaufen. Aber sie bleibt dann in einer Bude und muss nicht mehr quasi. Ob das wohl die Frau Wolwert wird? Sie muss nicht mehr mit dem Pferd in der Hose konkurrieren. Das Pferd in der Hose. Ich will immer noch wissen, ob es zwei oder vier Beine hat, die Hose. Das ist vor allen Dingen so ein richtig schlechter Gag. Bist du mal meinen Hengst in der Hose sehen? Ja, oh ja, zeig. Da hinten. Oh. Also, sie mieten sich unten ein Ladengeschäft und oben drüber eine Wohnung. Ja? Und Stoff, vielleicht auch noch ganz kurz gesagt, das ist ein wahnsinnig wichtiges Handelsgut in der Zeit. Also es gibt wahnsinnig luxuriöse Stoffe auch, die sehr, sehr begehrt, sehr, sehr teuer sind. Das ist so ein wirklich, wie soll ich sagen? Ganz heißer Stoff. Ja, ich habe hier auch noch einen Kokainwitz stehen, den ich jetzt aber mir spare. Was haben wir noch hier? Das war doch immer Stoffe aus England und das war doch irgendwie so das Unterrichtsbeispiel für den Vorteil von Handel. Gewürze aus Asien. Ich weiß gar nicht, irgendwie Wein aus Frankreich, Stoffe aus. Das sagt mir gar nichts, ehrlich gesagt. Weiß ich jetzt auch nicht. Das war halt so ein Beispiel dafür, dass es auch Sinn machen kann, dass du global handelst, dass du halt sagst, ja, irgendwie in
England gab es ganz toll Stoff, in Frankreich Wein und keine Ahnung, in Spanien irgendein anderes ganz tolles Handelsgut, sodass du da im Dreieck gehandelt hast, die Sachen hin und her geschoben hast und alle drei Nationen hatten was davon. Und der Gag ist, dass es in New York ja eigentlich gar nichts gab, sondern nur Leute. So, ja. Und die haben halt, ja, da dann, kommen alle an. Genau, die haben halt das quasi dann aus dem Hafen irgendwie Sachen verkauft. Also Handel war da schon immer auch sehr, sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, Stoff war eine der wichtigsten Handelswaren, vor allem halt auch Seide. Also wahnsinnig hoher Wert, also da kann man sehr, sehr gut damit handeln. Ich habe mich gestern mit meinen ältesten Kumpels auf dem Biergarten getroffen und einer von denen hat eine Geschäftsidee aufgetan. Und zwar ist ihm aufgefallen, dass in Spanien und speziell auf Teneriffa unzählige rostfreie, wegen des Klimas, alte BMW günstig zu haben sind. Und speziell auf Teneriffa gibt es ganz viele, weil da musst du irgendwie 1,5 Stunden oder 2 Stunden mit der Fähre erst fahren, weil das ja irgendwie close to Africa ist. Und da haben wir bei dem ein oder anderen Bierchen drüber gesponnen, ob man nicht irgendwie einen 8, wie heißt das hier, so ein Mega-Laster einfach ins Mieten, einmal da runterfahren, ja, und dann halt irgendwie wieder mit 10 Autos kommen und die für mit Gewinn weiter verticken. Import-Export. Import-Export. Ja, ich habe in meinem erweiterten Bekanntenkreis einen, der als dieses ganze Corona-Thema losging, sich ganz viele Atemschutzmasken gekauft hat. Ah ja, das ist moralisch fragwürdig. Ja, ich gönne ihm, dass er den Rest jetzt verschenken musste, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie, ja, sich das vorgestellt hat. Ich habe mal 10 Karten für Robbie Williams gekauft und wollte es mit Gewinn weiterverkaufen. Oh. Auch nicht so gut geklappt. Da hat er noch keinen Aluhut aufgehabt, offiziell. Na gut, aber der Rubel rollt. Der Rubel rollt. Trotzdem sind Textilien nur die Fassade, das wirkliche Geschäft läuft hinter oder unter der Ladentheke. Ach. Ich glaube, an der Stelle können wir jetzt auch mal den Ehemann langsam rauslassen. Der wird mal von irgendeiner Zeitung als Non-Entity beschrieben. Mhm. Also jemand, der in die Geschäfte der Frau eigentlich nicht wirklich tief involviert ist. Und was macht der dann den ganzen Tag? Auf die Kinder aufpassen. Zum Beispiel. Eine von Frau Mandelbaums Geschäftspartnerinnen sagte über ihn auch mal, er ist eher willensschwach für seinen Beruf, außerdem faul und von chronischen Verdauungsstörungen geplagt. Aber was ist sein Beruf? Naja, der macht das Gleiche wie Sie eigentlich. Also die haben ja diese Hausierernummer, das haben sie zusammen gemacht und auch jetzt so dieses Straßenverkauf und aber diese Weiterentwicklung in das Kriminelle. Aber sie ist die treibende Kraft dahinter. Das ist tatsächlich ganz viel sie und ganz wenig er. Okay. Und bei ihm ist es auch wirklich so, ne? Also die Freundin von ihr beschreibt ihn jetzt so als faul und als pseudokrank, aber in Wahrheit leidet er wahrscheinlich einfach unter Tuberkulose und Schwindsucht und wird daran auch. Ist bitte die Tuberkulose. Und wird daran auch 1870 sterben. Ganz anders ist die Lage beim guten Julius, also dem Sohnemann. Der muss nämlich schon mal Schmiere stehen, wenn die Frau Mama Hehlerware begutachtet. Also der ist schon näher dran an den Geschäften. Wie alt ist der da? 6? Das kann ich dir jetzt so pauschal. Das ist ein Schlagring. Das ist jetzt mehr so. Ich meine Mutter angeschaut. Generell betrachtet. Und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung von Schmiere stehen hast, aber er ist kein Türsteher. Oh Gott, ey. Er ist ein Schmiersteher. Wie gut du einfach so ganz, ganz böse Gedanken haben kannst mit ja so, ja, für so Kinder so Gangsterzubehör, so Schlagring in XXS, macht auch Kindern und dass das aber sicherlich in Teilen auch da einfach Realität war damals. Ja, das befürchte ich leider auch. Mandelbaums Ladengeschäft hat 3 Eingänge. Einen vorne für die Allgemeinheit, einen Seiteneingang für so zwielichtige Gestalten und einen Hintereingang quasi direkt in ihr Allerheiligstes. Mhm. Ja, und da dürften dann tatsächlich nur die engsten Vertrauten rein, so jemand wie ihr Sohn Julius. Oder sie hat eigentlich auch nur einen so richtig engen Vertrauten, der heißt Hermann Staude. Und ich glaube, der hat auch deutsche Wurzeln. Vielleicht heißt er auch Hermann Staude, kann auch sein. Und was sind jetzt die Geschäfte? Hast du es uns schon durchscheinen lassen? Ja, durchscheinen lassen schon, aber wir werden darauf noch konkreter zu sprechen. Ich verstehe. Mandelbaum lässt sich sogar einen falschen Kamin mit einem versteckten Aufzug installieren. Oh, ich liebe es. Indem sie im Falle eines Falles schnell mal was verschwinden lassen kann. Mhm. Kann ich euch später ein Bild zeigen. Also eine schematische Zeichnung. Das kriminelle Netzwerk unserer geschäftstüchtigen Powerfrau wächst und wächst. Jeder Kriminelle in der Stadt hat mindestens mal von ihr gehört, wenn nicht sogar mal mit ihr Geschäfte gemacht. Und auch mehr und mehr Nicht-Kriminelle interessieren sich für ihr Wirken. So wie jemand quasi aus der nobleren Gegend, der Stoff kaufen will. Also selbst auch, ne, Geschäftsbeziehungen zu kaufkräftigen, wohlhabenden Menschen in der ganzen Stadt. Das ist was sich sehr, sehr pflegt in der Zeit. Mhm. Bei ihr gehen auch Politiker und aspirierende Politiker ein und aus. Und das, obwohl die Mandelbaum als Frau nicht einmal wählen darf. Aber sie hat inzwischen so viele Beziehungen in der ganzen Stadt und langsam auch schon über die Stadtgrenze hinaus, dass sie durchaus lokalpolitischen Einfluss ausüben könnte. Wie kriegst du denn das hin? Das ist ja der völlige Wahnsinn.
Naja, ich glaube, also das ist ja jetzt schon ein Anzeichen, dass sie halt irgendwie so organisierte Kriminalität in die Richtung geht, wenn sie sagt, sie hat so ein Netzwerk mit anderen Kriminellen und die Kinder arbeiten für sie und sonst. Ja, aber ich sag mal, auf der anderen Seite, gefühlt hat sie für mich jetzt erstmal immer noch, große Anführungszeichen, nur diesen einen Laden. Ja, aber, also ich meine, der Herr Kraus hat ja jetzt schon deutlich gemacht, dass das jetzt schon eine große Nummer ist in New York. Ja, so. Ja, es geht schon weiter. Genau, also wir können ja auch mal wirklich hier die Klöten auf den Tisch legen. Sie ist eine Hehlerin. Ja. Wer hätte es gedacht? Weil auch die Polizei längst auf sie aufmerksam geworden ist, heuert Frederica mit Big Bill Howie und Little Abe Hummel zwei echte Staranwälte für Strafrecht an. Ich dachte, das wäre ein Gangster. Die sie mit einem jährlichen Retainer von 5.000 US-Dollar in Bereitschaft hält. Ja, das ist der Nachteil, ne? Wir haben halt hier keinen Klamotten-Ede und... Doch, einen Klamotten-Ede hat man. Aber jeder 5.000, also da siehst du jetzt schon, wie die Geschäfte gehen. Wenn sie zwei Anwälte auf ja. Dollar einfach mal pauschal im Jahr bezahlt. So. Ich glaube zusammen 5.000, aber das macht es nicht weniger spektakulär. Ja, aber wie verrückt. Ja, und was handeln sie so? Ja, so ein bisschen Fundsachen. Naja, also ich glaube, inzwischen ist er eher offiziell eine Kurzwarenhändlerin. So. Mhm. Und ich meine, Seide ist ein echt teures Ding. Ja? Also wenn du ein bisschen Seide verkaufst, da geht schon auch viel Geld hin und her. Frage, wer kauft denn da ein? Naja, zum Beispiel die also Leute aus den nobleren Gegenden der Stadt. Ja. So, ja. Die halt, keine Ahnung, Frauen von irgendwelchen reichen Typen, die sich dann halt daraus irgendwelche Kleider nähen lassen oder sowas. Also da geht schon was. Und wir kommen gleich dann auch noch auf einen großen Klientel-Kundenkreis, den man vielleicht auch jetzt nicht so spontan auf dem Schirm hat. Aber kommen wir gleich noch dazu. Dinosaurier. Je größer ihr Geschäft wird, desto stärker wird auch die Gefahr, dass sich jemand mal in unangenehmer Weise für sie interessiert. Also dass jemand halt quasi, ne, wenn sie jetzt kriminelle Machenschaften hier macht, ist auch klar, dass irgendwann mal die Polizei und Staatsanwaltschaft und sonst wer darauf aufmerksam wird. Die logische Konsequenz ist, dass mit der Zeit auch Richter und Polizisten in ihre Tasche wandern. Also dass sie auch die entsprechend bezahlen. Also sie macht so einen klassischen Syndikat. So ein klassisches Syndikat. So früher hätte ich jetzt dieses Wort noch nicht benutzen wollen. Ja, aber geht es ganz stark hin. Okay, alles klar. Mandelbaum kauft sich nicht nur einmal von polizeilichen Untersuchungen frei und ich habe es gerade schon mal gesagt, ich sage es aber gerne nochmal und wahrscheinlich später auch nochmal. Ihr Erfolgsgeheimnis ist, dass sie in ihrer Unehrlichkeit immer ehrlich ist. Ja, also sie gibt einmal der Community, in der sie lebt, viel zurück. Geld, Essen, Arbeitsplätze, geklaute Sachen, keine Ahnung. Aber sie ist eben auch, also du kannst dich auf ihr Wort verlassen, ja, wenn sie mit jemandem Geschäfte macht und das ist ja oft ein Problem, wenn du als, das kennen wir ja aus den Filmen, ja, wenn Verbrecher mit, keine Ahnung, Polizisten Geschäfte machen, dann trauen sich die beiden Seiten nicht. Und, aber sie war quasi und sie hat trustworthy. Den Ruf, genau. Das ja, also so, du, wenn du zu ihr gehst mit 5 Meter Stoff, dann zahlt sie dir die 5 Meter Stoff. Sie zahlt dir nicht vielleicht gut, weniger. Aber sie zahlt dir 5 Meter. Genau, sie zahlt dir vielleicht weniger als jemand anders, aber sie stellt keine Fragen, sie kriegt das Zeug verkauft, sie nimmt es dir auf jeden Fall ab und so weiter und so weiter. Sie verpfeift dich nicht. So, genau, dafür ist sie bekannt. Also, genau, dadurch, dass sie sich in ihrer Community eben da auch für die Community einsetzt, ne, also dass sie da Leute beschäftigt, mehr oder weniger, ja, Kinder von der Straße holt, Leute mit Essen versorgt und so weiter, hat sie halt auch viele Verbündnisse, ne, und Verbündnisse. Philipp, schneiden Sie das raus. Nein. Sie hat viele Verbündete und die können zur Not auch schnell mal eine Aussage zu ihren Gunsten einfach machen, erfinden. Wir haben zusammen einen Netflix-Film geschaut, wir waren im Kino. Das klingt wie eine Karte aus Monopoly. Und sie spinnt jetzt so tatsächlich mehr und mehr so ein Netzwerk von Leuten, auf die sie sich auch verlassen kann und die sich andererseits auch auf sie verlassen. Und das ist auch noch so ein wesentlicher Punkt. Sie macht sich ja nie auch selber richtig die Hände schmutzig. Mhm. Ist ja auch blöd, sonst hat sie Tapser auf der teuren Seite. Ne? Also in einem Artikel im Smithsonian steht geschrieben, dass Frederica Mandelbaum weniger der Unterwelt beitritt, als sie vielmehr nach ihren Vorstellungen gestaltet. Verbrechen ist für sie eine Ware, die sie genauso handelt und tauscht wie ihre eigentlichen Waren. Sie ist, Zitat, the first to put crime in America on a syndicated basis. Aber also sie war nicht nur die erste Frau, sondern die erste. Sie war die erste, die es in diesem Rahmen mit diesem Ausmaß. Mit diesem Ausmaß gemacht hat, ja. Okay, also, ja, das ist ja schon. Also hier für deinen Her Story-Podcast der Bekannten. Ich sage ja, gutes Follow-up, ja. Passt sehr gut. Ja. Wobei ich jetzt weniger sagen kann, ob da auch eher, ich sag mal, negativ wirkende Frauen beleuchtet werden oder eher die positiven
Du, das ist eine, durch und durch positive Figur bisher. Ja, für sie, finde ich. Für sie, ja. Und ich finde es so krass. Also ich finde es krass, wenn du dir vorstellst, Verbrechen in Amerika, organisiertes Verbrechen in Amerika für 200. Ja? Dann kommst du doch nie drauf, dass das eine deutsch-jüdische Auswandererin war. Ja, eine Auswandererin. Also allein in einer anderen Sprache so fit zu werden, dass du so Leuten was verkaufst, dass du Verkäufer bist und so fit bist in der Sprache. Dann aber, nein, nicht nur das, sondern dann auch noch auf dem Niveau auch noch so ein Netzwerk aufbaust. Das ist ja völliger Wahnsinn. Aber ich meine, du lässt sie natürlich jetzt sympathisch erscheinen, aber wir haben immer noch nicht ganz rausgefunden, was jetzt denn eigentlich ihre Verbrechen sind, die sie im Hintergrund machen. Einfach nur Hehlerei. Ja. Oder es fängt jetzt auch an, dass sie die ersten killen lässt und so. Schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ihr Verbrechen ist Hehlerei. Das so viel steht für den Moment fest. Bisher hat sie sich noch nicht anderweitig die aber wer weiß, was fingerschmutzig gemacht. Je größer ihre Operation wird, desto mehr Oh Gott, diversifiziert sie. Kann ich mal einen von diesen Whiskys aufmachen? Selbstverständlich. Tue ich mich mit solchen Worten, glaube ich, leichter. Ich mache jetzt mal Tempting Tanya. Soll ich dir ein Getränkebehältnis holen? Das wäre tatsächlich gut, weil es wäre jetzt, wär jetzt wirklich schade, den einfach hier so aus diesen Fläschchen zu trinken. Das wäre wirklich ein Löffel. Und dann mache ich so heiß über dem Feuerzeug und nee, das war was anderes. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, dum. Dum, 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 dum. Tempting Tanya. Dominik, möchtest du auch? Nein. Komm, einen Schluck. Also, stoß mit mir an. Ja. Yeah. War das ein Ja oder ein Nee? Also, nur wenn wir auf Philipp trinken. Ich mache aber auch wirklich nur einen ganz kleinen, weil wir müssen ja alle noch, ihr wisst ja, gut ausschauen. Nüchtern wirken. Ja, das, ich habe wirklich in den letzten 5 Jahren nicht so viel Whisky getrunken. Ich habe meinen Whisky-Konsum auch etwas reduziert, aber also Whisky ist einfach ein sehr, sehr aufregendes Getränk. Also, du trinkst ja nur kein Bier. Gut. Stimmt, ich hatte dich irgendwie jetzt sehr gar keinen Alkohol. Das stimmt ja gar nicht. Ja, wie gesagt, irgendwie auch eher ein Probiererlaber, weil ich bin schon so müde und ich werde von Alkohol sehr, sehr müde. Mach halt die Schmiedwischen. Also auf den Spender. Martin hieß er, ne? Ja. Martin! Headset auf. So. Oder wie in Franken sagen, der Madin. Der Madin. Wahrscheinlich ist mit Whisky anstoßen eigentlich auch ein totales Unding. Also der ist mir zu torfig. Der ist halt noch Scherz, Martin. Ich hätte jetzt gedacht, dass der jünger ist noch. So, ne? Der ist tatsächlich 12 Jahre alt. Der ist relativ scharf. Ich wollte gerade sagen, also ich bin gerade noch beim Geruch erst. Aber er ist halt von Islay. Also er hat halt diese Torf-Nummer, die halt aus dieser Ecke schmeckt ja jeder Whisky so. Ich mag das sehr gern. Mhm. Ich finde sehr gut. Irgendwas erinnert mich dieser Schärfe-Geruch. Der könnte ein bisschen weniger scharf sein für meinen Geschmack, aber vielleicht geben wir ihm einfach noch ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wird er in der Flasche auch milder? Die tatsächliche Distillerie darf nicht genannt werden. Oh. Habe ich was gesagt? Ach so, nee, die steht da nicht mit drauf. Nee, die Flaschen sind beschriftet, aber nicht mit der Distillerie. Oder? Ja, sie ist anscheinend nicht bekannt. Also die machen ja ein Geheimnis draus. Ja gut, aber da steht ja Tempting Tanya drauf. Das ist aber der Name von dem Whisky, nicht von der Distille. So ja, okay, ja, dann passt. Dann haben wir uns nicht schuldig gemacht, sonst müssten wir jetzt ganz viel piepen. Ich hier in der Matahari-Bar in Nürnberg, kennt ihr die Matahari-Bar? Selbstverständlich. Die haben eine sehr, sehr lange Whisky-Karte, was man vielleicht in so einem Laden jetzt nicht unbedingt sofort vermuten würde, aber sehr schön. Und sie haben einen Punkt auf der Karte, der so ein bisschen nebulös, ich weiß gar nicht mehr, wie er beschrieben ist, aber es ist nicht so ganz klar, was das ist. Dann habe ich mal nachgefragt, weil das so am Ende der Whisky-Karte stand und dann hat er mir erklärt, also sie nehmen eigentlich von jedem Whisky, der reinkommt, nehmen sie ein bisschen was und kippen das zusammen in einen Behälter und das schenken sie dann aus. Okay. Da habe ich gesagt, das klingt so famos, das muss ich probieren. Und? Also was sich halt durchsetzt, wenn du mehrere Whiskys zusammenschüttest, ist halt Torf und Rauch. Ja. So. 3 Tage lang hatte ich diesen Geschmack im Mund. Echt? Okay. Also es war wirklich abgefahren. Ich hätte auch keinen zweiten trinken sollen, glaube ich, aber geschmacklich wirklich ein Abenteuer. Okay. Also geschmacklich, interessant, jetzt nichts, was ich jeden Tag oder Abend haben könnt.
Aber ich finde, der hat einen total interessanten das macht man auch. Mundgefühl. Ja, das macht man auch nicht mit Whisky. Was ich auch sehr mag, ist, wenn du den so ein bisschen länger im Mund lässt, dann betäubt, genau, dann betäubt er so ein bisschen deine Zunge. Und das ist aber ein sehr offenes. Aber so angenehme. Ja, eine sehr angenehme Art. Also ich mag auch Whisky sehr gern, aber du kannst es nicht. Das ist nichts für täglich. Gott, ich überlege gerade, wenn ich das letzte Mal irgendwas mit Alkohol getrunken habe. Ich glaube, das ist ein halbes Jahr mindestens her. Ich würde sagen, wir haben den Philipp in Sachen Torf zum Umdenken bewegt. So, und jetzt probieren wir, jetzt kommt der Test. Je größer Ihre Operation wird, desto mehr diversifiziert die Geschäftsfrau auch. Sind einmal frei. Aber das kommt jetzt nicht vom Alkohol, das kommt jetzt, weil du über Dinge gesprochen hast, über die du dich erfreust. Sie beschäftigt Graveure, wobei ich nicht weiß, ob das vielleicht Gravierer sind oder Graveure oder Gravurspezialisten. Wie heißt die Kategoriebezeichnung? Sag halt einfach, was sie machen. Es ist eine gravierende Sache. Es ist eine ziemlich gravierende Sache, ja, was sie machen. Tätowierer vielleicht? Also sie bearbeiten von dem haben wir gar noch nicht geredet, aber sie bearbeiten gestohlenen Schmuck, und zwar so, dass die Erkennungsmerkmale entfernt werden. Oft ist es ja irgendwas eingraviert oder irgendwie was geprägt oder so. Die Punche. Und sie beschäftigt jetzt Leute, die diese Merkmale entfernen. Außerdem bezahlt sie zum Beispiel auch noch Taxifahrer als Fluchtwagenfahrer. Mhm. Und solche Dinge halt. Okay. Sie kauft auch weitere Gebäude in der Stadt. Sie hat mittlerweile auch das Gebäude gekauft, in dem ihr Laden ist, wo sie sich anfangs eingemietet hat. Hat sie gekauft. Sie kauft jetzt auch noch weitere Gebäude in der Stadt, in denen sie dann die Ware lagert, aber wo sie auch mitunter ganz normal Mieteinnahmen generiert. Also jetzt langsam sind wir im Territorium, wenn auch nicht im Jahrzehnt von der Clou. Kennt ihr das zufällig noch? Paul Newman. Nee, ich meine nicht das Spiel, ich meine nicht den Film, ich meine das Spiel. Ich war jetzt bei Cluedo und habe mir gedacht, heißt im Englischen auch Clou? Ja, aber mit der, in der Bibliothek mit der Rohrzange. Nein, ich weiß, was du meinst. Das Spiel, wo du Einbruch planst. Genau, so Einbrüche planst. Habe ich sehr gerne gespielt. Österreichisches Studio, ganz sehr fantastisch. Gerne. Leider etliche Bugs, aber tatsächlich, ich habe erst heute wieder ein Video drüber gesehen und habe das auch mal gespielt, weil total cool, das entwickeln Leute, so Source Ports, also sprich eine Neuimplementierung, gepatcht, Bugs raus, nichts Neues dazugefügt oder nur wenig. Aber toll, tolles Ding. Aber lauffähig dann auf modernen Betriebssystemen. Genau. Weil ein paar Bugs sind echt super nervig. Zum Beispiel, es gibt ein Gebäude, in das du einbrechen kannst, da kannst du die Tür aufbrechen und dann, weil die Designer irgendwie den Level, die Tür nicht breit genug gemacht haben, kannst du dann aber nicht zur Tür reingehen. So großartig. Das Erste, was ich in meinem Leben programmiert habe, ich bin ja kein Programmierer, aber ich mache das sehr gerne ab und zu mal. Aber tatsächlich habe ich damals am Schneider CPC von meinem Papa ein Buch zum Programmieren lernen und da war hinten was zum Abtippen drin und das war ein Einbruchsspiel, wo du so einen weißen Knotzen über einen schwarzen Bildschirm steuern musstest und immer wenn du gegen eine Wand gelaufen bist, die du nicht gesehen hast, aber dann hat er so gemacht. Und du durftest nur eine bestimmte Anzahl von Krack machen, bevor der Hund kam. Und so musstest du dich im Dunkeln, ohne dass du die Wände gesehen hast, durch den Raum tasten bis zu, ich weiß nicht, irgendwas musstest du klauen und dann wieder raus. Waren die Räume immer neu oder waren die statisch? Die waren immer neu. Und wie konntest du es schaffen? Oder gab es eine Strategie? Ja, du konntest irgendwie sehr vorsichtig, wenn du er hat sehr sensibel auf längeres Tastendrücken reagiert. Aber du musstest ja auch auf Zeit machen. Das heißt, wenn du schneller warst, war es besser, aber war gefährlicher. Genau. So war es gedacht. Und ich glaube, es gab auch, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gab es, glaube ich, auch Lichtschalter. Und du musstest dir dann überlegen, okay, klaue ich jetzt direkt hier den Schmuck oder gehe ich erst zum Lichtschalter oder so? Wie mache ich es so ungefähr? So, also das war, da saß ich einige Nächte, bis das irgendwie eingetippt war. Coole Sache. Die Tage mitbekommen, dass ein relativ bekanntes Spiel in Österreich programmiert wird, habe aber leider vergessen, wie es heißt. Und jetzt versuche ich es gerade rauszufinden, aber ich scheitere. Was hast du in die Suche eingegeben? Spielentwicklung Österreich. Okay. Das ist ja langweilig. Okay. Mit der Zeit schärft sich ihr Blick für den Wert gestohlener Güter. Sie braucht meistens nur mal was kurz anzusehen, um es eigentlich schon recht treffsicher einschätzen zu können. Und dann kauft sie es für einen Bruchteil des Werts an und vertickt es dann halt später mit großem Gewinn weiter. Insgesamt versucht sie eher so ein, im Englischen sagt man ein Low Profile, ja? Also sie versucht eher so unterm Radar zu fliegen. Ja? Mhm. Sie gönnt sich aber eine Ausnahme und eine ziemlich große, wie ich finde. Sie schmeißt extra. Sie schmeißt einen Ball? Ja, sie schmeißt extravagante Partys. Ja, zu denen sie dann die High Society von New Yorks Ober- und Unterwelt einlädt. Natürlich. Also da. Wie unauffällig. Ja, voll. Profiles. Vor allem, weil sie halt in ihrer Bude, die, ich glaube, sie hat dann auch
oben mehrere Geschosse, wo sie dann wohnt, und die stattet sie halt dann auch aus mit extravaganten Dingen, die sie halt auch zusammenkauft. Also sie trägt da ihren Wohlstand zur Schau und lädt dann halt Diebe und Panzerknacker ein, genauso aber wie Polizisten und Richter. So, also völlig, völlig absurd. Immer mit am Start bei diesen Partys ist auch der Mandelbaum-Mob. Das ist quasi ein zusammengewürfelter Haufen an hochrangigen, hochqualifizierten, hochtalentierten Verbrechern. Und dazu, alle mindestens 1,80. Dazu gehört hochgeschossen, ja, müsste da noch stehen. Darunter beispielsweise der Bankräuber Max Shinburn, auch The Baron genannt, der eine Zeit lang mit 80.000 US-Dollar den Rekord für den ertragreichsten Banküberfall bis dahin hält. Mhm. Der wird sich später, das ist, finde ich witzig, er wird sich später nach Europa absetzen und sich in Monaco tatsächlich den Adelstitel Baron kaufen. Ich sehe hier Parallelen zu einer gewissen Lordschaft. Ich habe jetzt meine Lieblingsösterreicherin angepinkt und ich weiß jetzt, welches Spiel, und da kommt ihr nie drauf. Orient the Wild Forest ist aus Österreich. Okay. Sagt mir jetzt gerade gar nichts. Da wäre ich tatsächlich nie drauf gekommen. Das ist so ein Action-Adventure. Okay. Zum Fantasy-Wesen, unglaublich schöne Grafik, hast du garantiert schon gesehen. Okay. Das wird relativ groß von Microsoft gepusht und da gibt es jetzt einen zweiten Teil. Aber halt nur so digital Marketplace, oder? Gab es das auch wirklich im Regal? Ich glaube nicht, nee, aber da ich nur noch digital unterwegs bin, kann ich dir das gar nicht beantworten. Ich bin so die Sachen, die letzten 10 Jahre rauskommen, nicht mehr so gut mit bei. Das könnte schon fast 10 Jahre alt sein, oder? Ja, es gibt jetzt einen neuen Teil, wie gesagt. Aber egal. Ich schaue es mir nachher mal an. Das ist auf jeden Fall voll schön. Also, er wird sich in Monaco einen echten Baron-Titel kaufen und das läuft noch ein bisschen anders als bei Dominik, glaube ich. Also wirklich einen echten Belastbaren in Monaco. Ja, das heißt hier nicht echt. Echt eben, aus dem Baron, ich bin Lord. Noch später. Man kann übrigens auch einen Baron kaufen. Noch später wird er in Belgien wegen Bankraub verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Okay. Belgien. Belgien. In welches Land würdet ihr euch gerne absetzen, wenn es sein müsste? Boah, das ist eine harte Frage. Dürfte auch Europa sein. Also, ne, muss nicht weit weg sein oder so. Also, wenn ich da wirklich dauerhaft untertauchen und verbleiben müsste, dann müsste es ja... Nee, selbst ohne Untertauchen. Ne? Also, einfach ein anderes Land reicht schon. Du musst kein krasses Profil oder krasses Leben dort führen, sondern einfach wieder... Aber warum dann absetzen? Aus Gründen. Aus Gründen? Ja, ich meine, sonst wird's immer gleich kompliziert und... Wenn du dann sagst, oh, ich nehme ein eher exotisches, ein weit entferntes Land mit einem anderen Kulturkreis, dann musst du ja da gleich ein ganz krass anderes Leben führen, weil du so an sich schon so anders bist von der Erscheinung her und so. Das will ich alles erstmal ausklammern, deswegen einfach die Frage, in welches Land würdest du dich absetzen? Also gefühlt würde ich, glaube ich, gerne in Kanada leben, weil ich das unfassbar geil fand da. Das ist wahrscheinlich auch meine Antwort. Ich glaube aber, dass da tendenziell zu kalt ist auf Dauer. So, keine Ahnung. Ich hätte gern... eine Mischung aus Italien und Kanada. Dann würde ich meinen Vorschlag in den Raum schmeißen, Südfrankreich. Mhm. Nee, Frankreich wäre für mich ein No-Go. Warum? Weiß wegen ich nicht. Franzosen. Das Land mag schön sein, aber nein, ich rede mich heute echt um Kopf und Kragen. Ja. Na, alles gut. Bis vor wenigen Jahren hätte ich gesagt, USA, Nordamerika, vielleicht auch Kanada, weil das Land so vielseitig ist, dass du da für jede Klimazone, jedes Großstadtland, irgendwas, du findest für alles eigentlich ein schönes Eck. Mhm. Aber mittlerweile ist da ja nicht mehr auszuhalten. So, das mag sich wieder einpingen, hoffentlich. Ja, aber ist Kanada so viel anders geworden? Nee, aber ich hatte schon eher USA im Fokus. Kanada ist nicht ganz so vielseitig, weil da fehlt so diese wärmere Klimazone, die findet sich in Kanada nicht. Das ist das, was mich von Kanada abhalten würde, erstmal. Aber in Kanada gibt es wahrscheinlich wenig Schlangen und Spinnen, das wäre für mich echt was, das könnte ich nicht. Australien ist raus. Könnte ich nicht immer um mich haben. Neuseeland ist tatsächlich halt noch interessant. Neuseeland wäre tatsächlich auch interessant. Ich finde auch sowas wie Madagaskar total spannend, weil das ist nochmal so eine ganz andere Biosphäre irgendwie, ne? So irgendwann mal abgetrennt und dann hat sich das Leben ganz anders entwickelt. Fände ich unglaublich spannend, aber ob ich da wohnen wollen würde, weiß ich nicht. Also, was ich tendenziell geil finde, wenn in dem Land einfach viel lichter ist. Die Licht. Ja, also es muss gar nicht warm sein unbedingt, aber halt viel Sonne im Sinne von lange hell. Licht. Also tatsächlich so ein ganz norwegisches, skandinavisches Land oder sowas, da würde ich ziemlich hohl drin im Winter. Nicht wegen der Kälte, was so dunkel, weil ich eigentlich auch so Skisport und sowas gerne mag, aber diese Dunkelheit würde mich fertig machen. Also die Ecke, die mich bisher so von meinen Urlauben quasi am meisten, am nachhaltigsten beeindruckt hat, wo ich am ehesten das Gefühl hatte, da will ich unbedingt irgendwann mal wieder her, das war tatsächlich Gozo. Wo sind die? Die kleine Schwester von Malta.
Ach, spannend, echt, okay. Das ist eine, das ist schön. Das ist eine, es ist eine brutal schöne Natur irgendwie. Also die ist wirklich relativ schroff und auch im Sommer ziemlich verbrannt, aber es gibt auch im Frühjahr ist es relativ grün und so ganz steile Klippen um die Insel rum und viele, viele so Natur, kann man sagen, Naturdenkmäler. Ja, kann man wahrscheinlich schon sagen. So dieses steinerne Fenster, das du vielleicht aus Game of Thrones kennst. Ja, das ist auf Gozo, das ist mittlerweile eingekracht. Ja. Aber es gibt noch so ein kleines davon, an dem waren wir dann klettern. Also so richtig mit oben an einer Steilklippe abseilen und dann von unten wieder hochklettern und so. Die Ecke hat mich sehr, sehr beeindruckt. Da will ich unbedingt mal wieder hin. Aber ob das was ist, ich glaube, da könnte ich auch nicht auf Dauer leben. Dazu ist es zu... Ja, und ich finde auch so Insel, so schöne Insel ist, du musst halt alles rotieren, genau. Die ganze Zeit. Auch sowas irgendwie... dass dann irgendwie Wasser ein Riesenproblem ist und so. Das Internet ist, also, ist irgendwie ein Problem, die Versorgung mit irgendwelchen Dingen ist unter Umständen. Ja, aber das Internet ist auch in Deutschland ein Problem. Also. Ist auch in Deutschland ein Problem, ja. Aber hallo, es ist mal ganz kurz da draußen, liebe Welt, ich wohne 200 Meter weg vom Nürnberger Hauptbahnhof. Das Schnellste, was ich kriege, ist so ein 15er DSL. Was, 15? Ja, also, oder 25er geht. Entschuldigung, 25er geht. Inzwischen. Echt? Das ist das Schnellste, was ich kriege. Also Alter. Von wegen mit, du wohnst doch in der großen Stadt, ja, Glasfaser und so, Pfeiferdeckel. Nichts. Bei uns im Dorf hast du 100. Ja, kriege ich nicht. Ja, bei uns gibt es auch quasi die Außenorte, werden Glasfaser ausgebaut. Weil die halt jahrelang gar nichts hatten und dann genau. Macht es halt gleich geschaut. Und das sind halt Käfer mit irgendwie teilweise 5 Häusern. Und aber der Hauptort bei uns mit 5000 Einwohnern, Glasfaser, Nee. Naja, aber ich meine, die hatten es halt dafür schon länger. Keine Ahnung, die anderen haben es halt dafür gar nicht gehabt. Und gestern, jetzt haben sie es halt gestern bin ich in die Fränkische Schweiz rausgefahren, ja, wollten wir uns zum Klettern treffen und ich fahre halt los. Ja, so Strecke kenne ich halbwegs, habe bei Google ganz grob nur eingegeben, wo ich hin will und dann stehe ich da und denke mir, ah ja, scheiße, jetzt muss ich noch schauen, wo genau dieser Fels ist. Vergessen. Kein Internet, weit und breit. Ja, gut, mobiles Internet ist nochmal das Nächste. Wow, in der Fränkischen, ne? Kannst du komplett. Das vergessen. Ist echt absurd, ey. Du musst halt wirklich ein paar Kilometer fahren, dass du dann wieder irgendwie einen Balken hast und dir irgendwie deine Text. Es reicht, ich brauche nicht mal ein Bild oder irgendwas, nur die Textbeschreibung von dem Anfahrtsweg aus dem Internet laden konnte. Ich finde es schön, dass Regenauer, der Autor von Metzgerei Bockensack und Co. und Mensch Schnitzel. Ja, hallo, ich bin der Herr Metz. Ja und? Na, da draußen steht doch Metzgerei. Ja, genau. Der falsche Kunde, das ist so ein blöder Running Gag. Der hatte mal vor, sind es 20 Jahre, ich weiß gar nicht, aber der hatte mal den Gag gehabt, also dass er in der Figur des Mensch Schnitzel, also ein Fremdenverkehrsbeauftragter im fränkischen Raum, was dann auch so nach so einem Horrorjob klang, auch gemeint hat, E-Plus in der fränkischen Schweiz verloren oder Einsamkeit hat endlich ein Wort gefunden. Und ich denke, das ist halt, das war vor 20 Jahren lustig und ist jetzt eigentlich heute ist traurig. Heute ist traurig. Vor 20 Jahren war es witzig und heute ist zum Heulen. Ich meine, es ist ja unberührte Natur, schön und gut. Ja, aber, aber das sage ich dann halt auch, also das klingt jetzt wie ein Gemein oder so, aber da wohnt halt auch einfach keiner. Ich meine, die Leute, die dann da wohnen, da denke ich mir auch, das wäre schon gut, wenn man mit die Leute alle abholt und so, aber... Also die 100 Leute, die ich da gesehen habe, die wild campen, die hätten, ja, gut, die hätten sich schon auch mobiles Internet gewünscht, glaube ich. Aber da bin ich aber eher ein bisschen, wenn du halt wirklich sagst, so ein Eck, wo keiner wohnt, wo du zum Urlaub fahren hingehst, dann ist es eine bewusste Entscheidung, dass du hingehst, dann nimmst du es in Kauf, dass da nichts ist. Ja. Ich spüre förmlich, wie die Menschen abdrehen. Wie wir über das Internet bei uns im extrem Lokalbereich reden. Mm. Ich glaube, das interessiert die Hörer jetzt nicht in dem Detail gerade. Ja. Ihr habt mich unterbrochen. Ja. Ja. Aber hallo, es gehört zum Konzept. Ja. Wir dürfen das. Sagt wer? Also, jetzt habe ich es auch kapiert. Wie hieß der, über den ich gerade geredet habe? Ja. Klamotten-Ede. Danke. Der in Belgien ins Gefängnis kommt? Der Baron. The Baron. Und wie heißt er richtig? Das weiß doch kein Mensch mehr. Ist egal. Jedenfalls lernt er im Knast einen Herrn namens Adam Worth kennen, der auch bei Mandelbaum ein- und ausgeht. Der wird berühmt als Napoleon of Crime. vor allem dafür, dass er ein sehr, sehr bekanntes Gemälde von Gainsborough geklaut hat. Und das ist so bekannt und so heiß, dass nicht mal Mandelbaum es verkauft bekommt. So bekannt und heiß ist das. Und dann behält er es einfach und hängt es bei sich zu Hause auf. Ich glaube, das ist doch auch die Story von der Mona Lisa, dass sie nur deswegen eigentlich so eine Berühmtheit erreicht hat. Das du ist ein. Grad, also du nimmst gerade so wild. Ja, ja, erzähl du weiter. Nein, darfst schon erzählen. Alles, das ist halt gut. Ein bekanntes Gerücht, so man weiß es nicht. So, genau, dass die sozusagen angeblich nur so viel Berühmtheit erlangt hätte, weil es so klein war, dass es attraktiv war, es zu stehlen und auch eher unbekannt war, so dass du es verkauft bekommen hättest. Deswegen haben sich alle drin geprügelt. Dadurch wurde es aber wieder so bekannt durch diesen Diebstahl, dass es heute diese mediale Aufmerksamkeit hat, den es heute hat. I see.
Okay. Ich war auch etwas enttäuscht, als ich die mal in echt gesehen habe. Die ist wirklich sehr, sehr klein. Und um es wieder zu wiederholen, ich glaube, das haben wir ja, auch schon zweimal im Podcast. Das Bild ist dann auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite hängt die Hochzeit zur Kana an. Viel beeindruckender. Da war was. Okay, dann erzähle ich euch lieber noch was über Charlie Bullard. Der ist auch einer von Frederikas Lieblingen. Und der hat so geschickte Finger, dass er super als Fleischer arbeiten kann, fantastisch Klavier spielt und außerdem ein hervorragender Safeknacker ist. Trotzdem landet er im Knast. Und als Mandelbaum ihn selbst mit der Hilfe ihrer Star-Anwälte da nicht rausbekommt, finanziert sie einfach seinen Ausbruch. Mhm. Schließlich braucht sie ja jemanden, der auf den Partys die Steaks zubereitet und Klavier spielt. Das ist echt so. Echt so. George Leslie gehört auch noch mit zum Mob. Es ist einer der fähigsten Bankräuber überhaupt. Der revolutioniert das Safe-Knacken, indem er kreative Wege findet, Panzertüren ohne Gewalt zu öffnen. Bisher war das so, dass die Leute immer mit Dynamit irgendwie reingegangen sind, alles in die Luft gejagt haben, eine Riesensauerei. Eventuell war was überflüssig. Riesenlärm, genau. Meistens war nichts mehr übrig, ja. Und Leslie schafft es irgendwie mit so einem kleinen Gerät, wo er einfach, also es ist irgendwie, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es ist so eine dünne Blechscheibe, die er dann an irgendeine Stelle in diesem Safe-Mechanismus bringt und durchs Drehen und die Kratzer dann quasi erkennen kann, in welcher Stellung das Rad sein muss. Mhm. Und er dann nur noch die Reihenfolge. Das ist ja schon ziemlich clever. Genau, und er dann nur noch die Reihenfolge quasi der Stellungen irgendwie ausprobieren muss. Also sehr, sehr geschickt, sehr, sehr raffiniert. Sein Spitzname, The King of Bank Robbers. Auch ganz tolle Sache, sich mal alte Schließmechanismen in der Menschheit anzugucken. Sehr interessant. Ich habe irgendwie jetzt was, ich habe Schließmuskel verstanden innerlich. Alte Schließmuskel anschauen. Sehr spezifisch. Danke. Leslie, The King of Bank Robbers. Er wird eine Serie von extrem einträglichen Banküberfällen in ganz Amerika durchziehen. Meine Quellen sprechen gerade davon, dass 80% der großen erfolgreichen Überfälle in jenen Jahren auf sein Konto gehen. Und bei welcher Bank ist er dann? Ich weiß nicht, ich glaube, er gibt das Geld sehr gerne aus, denn er mimt so in der New Yorker Upper Class so ein bisschen den Feinschmecker und Kulturliebhaber, Büchersammler und bewegt sich da in sehr, sehr teuren Kreisen und muss deswegen, glaube ich, sein. Ich bin Kontosammler. Seine Leidenschaft querfinanzieren. Nach dem Tod ihres Mannes baut die Witwe Mandelbaum die Geschäfte um 1870 rum noch weiter aus. Sie leistet jetzt auch Anschubfinanzierung für Verbrechen, indem sie Werkzeuge bezahlt und entsprechende staatliche Stellen vorsorglich schon mal schmiert. Sie ist, wenn auch nicht nachweislich, aber doch sehr wahrscheinlich, am größten Bankraub des 19. Jahrhunderts beteiligt. Herzlich willkommen zu Ihrem ersten Tag zum Training. Hier ist schon mal Ihre Maske, Ihr Brecheisen, Ihr Dietrich-Set und ein paar Handschuhe. Also sie macht jetzt gemeinsam eine Sache mit Leslie und eben den Leuten, die ich gerade irgendwie so aufgezählt habe. Ich weiß jetzt nicht, wer genau alles dabei war, aber so die Gang halt aus diesem Umfeld. Und sie bezahlt denen, ich glaube, für $2,500 Werkzeug, streckt sie quasi schon mal vor und unterstützt sie so ein bisschen bei der Planung. Sie planen tatsächlich 3 Jahre lang diesen Bankraub. Und 1878 erleichtern sie die Manhattan Savings Institution um knapp 3 Millionen US-Dollar. Dollar. Es wäre einfach großartig, wenn sie das Geld rausnimmt und einfach 3 Tage später zu der Bank einzahlt. Selber einzahlt. So, kennen wir das Geld nicht irgendwoher? Also absoluter unvorstellbar viel Geld. Heute wären es 50 Millionen. Okay. Und das ist, holy moly. Ich glaube, heute liegt der Rekord auch irgendwie um sowas rum. Da haben sie in Brasilien, haben sie mal so eine ganz große Bank geknackt, irgendwie mit 45 oder 50 Millionen. Also das ist auch selbst heute noch ein sehr, sehr beachtlicher Wert. Das Dumme ist, vieles davon ist in unveräußerlichen Wertpapieren. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber trotzdem haben sie lange Zeit einen großen Rekord. Es heißt, dass Mandelbaum, ja, wie gesagt, $2,500 vorgestreckt hat und dafür dann die Hälfte der Beute zugesichert bekommen. Mhm, also ein sehr, sehr gutes. Netter Return on Invest. Sehr, sehr gutes Investment. Die Erfolgsgeschichte der Businessfrau Mandelbaum hat auch eine Schattenseite. Sie wird zunehmend Ziel von antisemitischen Anfeindungen. Klar, sie ist die Klischee-Jüdin, die ein erfolgreiches Geschäft aufbaut und sich in ihrer Raffgier sozusagen nicht mal an die Gesetze hält. Ja? Also die erfüllt so alles, was die Leute den Juden immer vorwerfen. Ja? Natürlich hat sie damit irgendwie auch zu kämpfen. Ja? Das führt zu einer fortwährenden Anspannung und Paranoia bei ihr. Aber eigentlich, ich finde das so absurd, wenn du jetzt sagen würdest, oder gibt es ein Mafioso aus Italien, der die ganze Stadt schmiert. Du würdest ja auch nicht sagen, diese Italiener, sondern sagst du auch, ey, dieser eine Typ ist einfach ein skrupelloser Verbrecher. Ja, ich muss halt jetzt auch mal sagen, wir müssen vielleicht auch mal innehalten und überlegen, dass sie halt echt eine Verbrecherin ist. Ja, klar. So viel Mitleid hat sie jetzt vielleicht auch gerade nicht verdient. Nee, hat sie nicht, aber ich finde immer diese Betrachtung mit,
ja, kein Wunder, dass der in der Mafia ist, der ist der Italiener, das ist, ja, ja, was, nee, das was ist ich ja klar, so wirr finde irgendwie. Aber klar, wenn du da diese Ressentiments hast, so diese Bilder von aber der Jude macht dies und das und jenes, und dann gibt es da natürlich diese Posterfrau fast schon für, ja, die erfüllt all diese Dinge, das ist natürlich ganz übel, ne? Aber mit diesem, wir müssen uns vor Augen halten, sie ist eine Verbrecherin, da habe ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, denn ich meine, sie ist, ja, natürlich, sie setzt sich, stellt sich über das Gesetz, aber sie ist auch ein bisschen, so ein Stück weit zumindest, in diese Lage gedrängt, und es ist so ein bisschen das Gleiche, wie wenn du so einen Film schaust wie The Italian Job. So, ja, du sympathisierst mit den Hauptdarstellern, ja, weil die sich auf so eine noble Art wie Verbrecher verhalten. Ja, sie tun irgendwie keinem weh, sie klauen es von den Reichen, geben es den Armen und so. Weißt du, diese Robin Hood-Nummer, und das ist irgendwie so eine heutzutage im Kino zumindest sozial akzeptierte Art von Verbrecher sein. Aber das machst du auch in jedem Computerspiel, in dem du irgendwo eine Bank ausraubst oder irgendwas. Du spielst doch kaum eine Figur, wo du sagst, oh, ist die Figur eklig, ich will das nicht. Dann würdest du das Spiel nicht mehr spielen. Ja. Also es gibt irgendwo scheinbar schon einen gesellschaftlichen Konsens, zumindest im kulturellen Bereich, zu sagen, ja, okay, da so ein bisschen Verbrechen ist dann schon okay. Ja, also ich denke, das ist halt super wichtig, dass man da so reflektiert drüber, was das eigentlich für Menschen sind. So. Ja, ist schon klar. Das sind ja der beste Content ist ja der das quasi nicht so verherrlicht, ja, so, der halt irgendwie Pro und Contra Schattenseiten zeigt. Aber du musst dann auch den ganzen Kontext eigentlich auch sehen, ne? Die ganze Zeit, die da, man spricht, was ein hartes Leben ist. Man so spricht in der Zeit, Mark Twain hat diesen Begriff geprägt, er spricht vom Gilded Age, also vom vergoldeten Zeitalter. Weil jetzt nach dieser Wirtschaftskrise ist so eine Zeit von großem wirtschaftlichen Aufschwung, aber es ist so ein bisschen halt nur oberflächlich. Ja? Also dahinter versteckt sich viel Armut. Ja? Da sind viele Ruchlose, die halt auf dem Rücken von, keine Ahnung, im Süden von Amerika, auf Rücken von Sklaven irgendwie Reichtum anhäufen oder halt wirklich skrupellos vorgehen und wirklich, wirklich schlechte Menschen sind. Ja? Wirklich über Leichen gehen und irgendwas. Und sie ist da so mittendrin und kommt vom anderen Ende und baut sich da was auf. Das kann ich schon ein Stück weit als nobel akzeptieren. Ja. Okay, das sagt viel über dich aus, Jürgen Kraus. Wirklich? Hauptsache, was hingezimmert. Okay, also Anspannung, Paranoia. Ständig hat sie Angst, übers Ohr gehauen zu werden oder hintergangen zu werden. Und irgendwie auch dabei so ist es doch mein Job. Und irgendwie auch so ein bisschen aus dieser Angst heraus beschließt sie, sich vertrauenswürdige Gangster in Zukunft einfach selbst heranzuzüchten. Sie eröffnet 1870 in den erste Gangsterschule in New York. Genau. Vorgänger von Monster AG. Ja. In den Hinterzimmern eines weiteren falschen Ladengeschäfts, die Grand Street School, eine Art Ausbildungszentrum für angehende Kriminelle. Okay. Nachwuchsförderung. Nichts, sozusagen, was sich durchgesetzt hat. Dort geben. Also, erste Lektion: Musical Tanz. Also, du gehst vorwärts immer und schnipp, schnipp. Gebückt. Schnipp, drehen, drehen, schnipp, schnipp. Schnipp, Messer raus und stechen, stechen, stechen. Stechen, stechen, stechen und Schritt zurück, Schritt zurück. Es wäre so geil, wenn wir die ganze Episode als Broadway-Musical. Ja, das wäre echt absolut fantastisch. Ja. Wir bräuchten jemanden, der so Clips bei uns aus den Folgen raus animiert. Das wäre auch ganz schlecht oder so, aber das wäre mega gut. Gibt es auch ein Kapitel beim Känguru im ersten Buch, wie quasi der Marc-Uwe Kling zu viel klassische Musik hört und alles, was er sagt, quasi in klassischen Melodien sagt. Ja, ja, ja. Und alles, was das Känguru antwortet, ist in der Nirvana-Song. Ja, 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 natürlich. Also, dort in der Schule geben professionelle Einbrecher, Erpresser, Taschendiebe, Safeknacker und andere zwielichtige Gestalten ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Morgen! Wer Potenzial beweist, der wird dann auch noch in schwerwiegenderen Verbrechen unterrichtet, wie zum Beispiel Raubüberfall und Erpressung. Und die allervielversprechendsten Schülerinnen und Schüler, die nimmt Frederika am Ende dann einfach selber unter Vertrag, mehr oder weniger. Sie wird bekannt. Alle anderen kriegen ihr Verbrecherdiplom. Wie das Jodeldiplom. Habe ich was Eigenes, habe ich was, ja, in der Hand. Und können sich damit dann woanders bewerben, genau. Okay. Sie wird bekannt als die Queen of Fences, die Königin der Hehler, aber auch als Mother, Ma oder Marm. Und über ihre Schüler sagt sie mal, ich bin Ma, weil ich ihnen gebe, was ihnen ihre Mütter manchmal nicht geben können. Geld, Pferde, eine Knarre und Diamanten. Werte? Ja, mit Hose. zu ihren Protégés zählen überdurchschnittlich viele Frauen. Das muss jetzt auch hier mal erwähnt werden. Darunter zum Beispiel Lena Kleinschmidt, auch Black Lena genannt. Sie ist eine Diamantendiebin mit sehr, sehr großem Talent
Und das Blöde ist, dass die sich irgendwann von Mandelbaum lossagt. Also sie zieht dann nach New Jersey, mimt dort die reiche Witwe und zieht so ein bisschen wie Mandelbaum auch so Partys halt auf. Ne? Also sie sucht nach gesellschaftlicher Anerkennung und lässt sich eben so ihren Reichtum in Anführungszeichen raushängen, geht dann aber immer wieder nach New York zurück, um Diamanten zu klauen quasi und pendelt quasi zum Job. Und ja, Homeoffice als Diamantendieb ist einfach schwierig. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil Mandelbaum findet es nicht so geil, aber sie ist auch irgendwie außerhalb von ihrem Zugriffsbereich und sie bringt sich dann aber selbst zu Fall, als sie auf einer Party mal mit einem großen Diamantring auftaucht, der von einem der Gäste wiedererkannt wird. Das ist doch der von Marga, das ist doch deiner. Hey. Und das bringt sie tatsächlich am Ende dann auch hinter Gitter und da kommt sie ohne Moms Hilfe auch nicht wieder raus. Eine von Moms absolut besten Nachwuchsschülerinnen ist Sophie Lyon. Ein junges Mädchen, das schon mit 6 Jahren von ihren Eltern auf die Straße geschickt wird, um zu klauen. Bevor sie das Alter von 20 erreicht, zieht sie schon 3-mal in Sing Sing ein. Sie wird eine steile Karriere hinlegen und später als die Princess of Crime in die Stadtgeschichte eingehen. Wo ist eigentlich Sing Sing? Ich das in Comics und Co. so viel schon gelesen habe, aber nie mehr nachgeguckt habe, wo das eigentlich ist. Ich glaube, dass das in New York ist. Ich glaube, das ist einfach ein sehr berühmtes Gefängnis in New York. Okay. Könnte ich mich jetzt aber auch, vielleicht ist es auch so ein bisschen außerhalb der Stadt, das weiß ich jetzt nicht genau, aber schon in der Gegend. Sie wird eine steile Karriere hinlegen und, achso, das habe ich gerade schon vorgelesen. Ich finde auch diese ganzen Spitznamen so schön, ne? Ja, total. Den King of Bank Robbers, die Queen of Fences, die Princess of Crime, sehr schön. Sie wird später, wenn auch erst nach Mandelbaums Tod, dann eine Kehrtwende hinlegen und sich mit einem Buch, das heißt Why Crime Doesn't Pay, öffentlich gegen Verbrechen und auch ganz explizit gegen Mandelbaum stellen. Also sie später quasi gibt sie dann die reuige Verbrecherin. Witzige Randnotiz zu ihr, sie klaut auf einer von Mandelbaums Partys einem sehr erfahrenen Taschendieb einfach mal die Uhr aus der Tasche und verschenkt sie weiter. Das ist ein Riesenbrüller auf der Party. Noch eine Randnotiz. Ich würde auf diese Partys halt nichts mitnehmen oder alles eingenäht. Das ist wie, wenn du zum CCC-Kongress fährst mit einem Rechner, der keine Firewall oder irgendwie keinen selber hat und dich ins WLAN, ins offene WLAN hängst. Had it coming. So. Moment, aber da gibt's ja dann die zwei Arten von Humorleuten. Die einen, die einbrechen, um Scheiß zu bauen, keine Ahnung, dein Hintergrundbild zu ändern. Und die anderen, die einbrechen, um das Sicherheitsloch zu patchen. Das sind eigentlich die zwei Arten von Leuten, die da rumrennen. Naja, und sie war jetzt auch die hat ihm die Uhr geklaut, nur zum Spaß. Naja. So, aber ich fände es viel lustiger, wenn das einfach seiner Frau geschenkt hätte oder so. Oder ihm. Ja, also, hier, ich hätte diese Uhr für sie. Noch eine Randnotiz zu Sophie Lyon. Sie wird die erste Person, die vor Gericht mit Kleptomanie argumentieren wird. Oh, okay. Und auch natürlich mit Hilfe von Mandelbaums Staranwalt. Und sie kommt damit tatsächlich, also sie kann damit tatsächlich die Jury überzeugen. Auch und noch danach ein paar hat sie den Schützenmann die Äste. Gespielte Tränen und so, weißt. Aber sie kann tatsächlich die Jury überzeugen und kommt frei. Sie wendet, ist natürlich schwierig zu sagen, ne, ob das nicht tatsächlich irgendwo auf eine vielleicht stimmt's ja Wahrheit beruht. Ja, ziemlich sicher sogar, dass das stimmt. Also sie, auch die wurde von den Umständen da so ein bisschen reingedrängt. Ja. Das ist jetzt, Moment, aber Kleptomanie ist ja, dass du dir nicht helfen kannst, als dass du. Ja, ja, aber das, trotzdem hast du ja irgendwann, warst du ja mal in deinem Leben nicht Kleptomane. Irgendwie kommst du da hin und ich glaube, dass es bei ihr auch ganz stark die Umstände waren. So, ja, wenn sie von den Eltern schon früh zum Klauen gedrängt wird, nichts anders kennt und irgendwann nicht mehr aufhören kann. So. Ja, und ich kann mir auch so ein bisschen vorstellen, dass so, also manche Leute, also das ist ja doch dieses berühmte, sehr reiche Leute, die dann plötzlich im Supermarkt irgendwie ein paar Sachen klauen oder sowas, einfach nur des Nervenkitzels wegen oder vielleicht auch bei denen, Achtung, Küchentischpsychologie, dass die natürlich von den Eltern, wenn die dann irgendwas nach Hause bringen, nachdem sie was geklaut hat, was total aufregend war, dann plötzlich positiven Zuspruch bekommt und das dann sozusagen verknüpft mit, oh, genau, gleich aufregend, gleich Zuspruch von den Eltern und dann. So kann sowas entstehen, genau. Puh. Also sie hat da natürlich, muss man da die Leute auch selbst mit in die Verantwortung nehmen, ein Stück natürlich, weit. Natürlich. Aber das ist jetzt nicht ganz absurd, so zu argumentieren. Nee, das ist ja wie wenn man jemanden, der eine Alkoholsucht hat oder sowas, dem kannst du ja auch nicht sagen, ja, keine Ahnung, der kann doch nichts dafür, der ist halt alkoholkrank dafür, dass er mit einem Auto durch die Gegend fährt. Ist trotzdem falsch. Ja, und aber irgendwann hat er auch mal angefangen mit dem Kaufen. Genau. Also, die jedenfalls wendet sich später ebenfalls vom Verbrechen ab und wird eine Kolumnistin und eine aktive Förderin von zum Beispiel Gefängnisbibliotheken und auch Waisenhäusern. Also auch die schafft später den Absprung zum Guten.
Allein die Tatsache, dass Frauen und Männer bei Mandelbaum gleichermaßen eine Ausbildung erhalten, ist was absolut, absolut progressiv, ja. Sehr gut. Was Frauen eine Art der Gleichberechtigung ermöglicht, auf die das restliche Land noch 100 Jahre und mehr eigentlich warten muss. Ist halt schlimm, dass es eigentlich nur so die Unterwelt und das Verbrechen bietet. Ist schlimm, aber Mom ist nachweislich damit eigentlich eine der ersten aktiven Feministinnen so, ne, der Neuzeit, kann man so fast sagen. Mhm. Ist halt ein bisschen die, naja, ich sag jetzt mal, ist auch ein bisschen die Frage, ist es jetzt aus der Entscheidung heraus, Frauen gleichwertige Chance zu geben, oder ist es ein, hey, die sind noch billiger und noch risikobereiter, weil sie außerhalb keine Chance haben? Das würde ich an der Stelle, glaube ich, nicht sagen. Nach allem, was ich über die Frau gelesen habe, glaube ich schon, dass sie auch ihre Rolle als Frau, so, sie hat nicht nur mit ihrer Rolle als Judin immer zu kämpfen gehabt, sondern auch mit ihrer Rolle als Frau. Ja, klar. Das glaube ich gerne. Und aus diesem Antrieb heraus fördert sie auch gerade besonders gerne junge Frauen, so, um quasi ihnen Chancen zu geben, die sie in der Form nicht hatte oder sich selber quasi. Ich will ihr auch überhaupt nichts absprechen oder so, das war jetzt einfach nur ein Gedanke in die Richtung. Als dann etwa 6 Jahre, nachdem die Schule ihre Pforten geöffnet hat, der Sohn eines hochrangigen Polizeidirektors dort angenommen wird, weiß Mom, dass sie zu weit gegangen ist. Sie beendet. Ach, komisch. Ich beende das Ganze. Sie beendet das Ganze und schließt die Schule wieder. Also 6 Jahre lang hat sie hier einen guten Lauf gehabt mit dieser Schule, aber dann. Aber wie, also ich finde es immer noch so mega absurd, wenn ich mir vorstelle, so in Deutschland wäre so eine Schule oder irgendwas ausbildungsmäßig zu eröffnen, das wäre so viel Bürokratiekram und dann auch so dokumentieren Sie, was Sie dabei bringen. Schwierig. Halten Sie sich auch an den gültigen Lehrplan vom Bundesministerium. Ja. Weil wir es ja von Moms Partys hatten. Ich habe ja schon gesagt, da sind auch durchaus ehrbare New Yorker da, Politiker auch und vor allem auch der Bürgermeister Wood und einer der einflussreichsten Politiker der Stadt mit Namen Tweed. Die sind da auch regelmäßig am Start und die stehen auch ganz weit oben auf Frederikas Payroll. Tweed ist überhaupt der krasseste. In seiner Administration, ich glaube, das ist der Polizeichef oder so, ich bin mir nicht ganz sicher, aber in seiner Administration geht es mit der Korruption so weit, dass Polizisten irgendwann nur noch gegen Bezahlung befördert werden. Mhm. Und was? Die Polizisten gehen da natürlich los und lassen sich ihre Beförderungen von den Verbrechern querfinanzieren. Also die treiben halt Kohle ein dafür, dass sie bei Verbrechen wegkommen. Ja. Und oder halt die anderen mitnehmen, die Sache abräumen wollen, die du abräumen willst. Wer hätte ahnen können, dass das eine schlechte Idee ist. Ja. Aber tatsächlich ist das die Zeit so. Ja? Also aber du, das geht noch viel, viel weiter. Ich hatte neulich einen ganz tollen Podcast gehört, auch auf Empfehlung, Grüße gehen raus, der heißt You're Wrong About. Da geht es um Sachen, die du halt in der Popkultur oder auch so in der Geschichte irgendwie mal gehört hast und dann aber nehmen sie das auch auseinander, was da wirklich dran ist. Und die hatten es eben über Stonewall, also diese Protestbewegung Stonewall oder dieser Riot. Protestabend, der im Endeffekt zum Beginn eines offenen Gleichberechtigungs von nicht-hetero-Leuten und diversen queeren Leuten führt, ne? Geht immer noch weiter. Und was ich da total spannend fand, war, und jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren, du hast mir gerade zugenickt. Ich habe dir zugenickt, weil ich den Podcast kenne und auch schon 1-2 Folgen gehört habe. Ja. Ah ja, genau. Und da haben sie nämlich erwähnt, dass es dort durchaus üblich war, dass halt Bars hochgenommen worden sind, wo Homosexuelle unterwegs sind, weil das ist ja illegal. Aber warum hat man das gemacht? Naja, es wären auch andere Sachen illegal gewesen, aber die haben sich halt nicht so viel gewehrt. Und weil du halt deine gewisse Quote haben musst, naja, dann gehst du halt irgendwie schon abends um 7:30 oder sowas in die ersten Bars, wo ein paar Homosexuelle sind, weil, ja, die machen nicht so viel Ärger, dann nimmst du ein paar mit, die gehen kurz auf die Wache und dann hast du deine Quote erfüllt. Aber richtige Gangster hochnehmen, das wäre viel zu gefährlich, deswegen nehmen wir da lieber Leute, die nicht so gut organisiert sind und sozusagen einzeln sind, hoch. Ganz, ganz doofe Idee, solche Quota-Sachen. Gibt es auch eine andere Podcast-Folge, die ich gehört habe, eben über solche Quoten, wodurch dann auch so ein System völlig aus dem Ruder lief, weil Leute halt angefangen zu haben. Diese Quoten gingen immer höher und dann haben halt die Leute gesagt, alles klar, dann schreibe ich jetzt halt alles auf. So ein, oh, sie sind einen Stundenkilometer zu schnell mit dem Auto gefahren, bäm, Strafe. Oh, sie bleiben Sie mal stehen hier mit dem Auto, ich nehme es jetzt alles mal auseinander. Oh, da fehlt das Wandereck, bäm, Strafe. Also so ein völlig übertriebenes, willkürliches System, das dann halt nur noch drauf aus war, möglichst viel Strafzettel zu schreiben, damit die Quoten erfüllt wurden. Ja, das wirft man da immer so vor, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel da wirklich dran ist. Wahrscheinlich muss ich das mal nachhören. Ja, ganz spannend. So war. Ganz spannend.
Es ist jetzt, in New York in der Zeit ist es so, dass die Polizei hatte hauptsächlich mit Immigranten zu tun. Also die hatten keine Zeit und Muße, sich wirklich mit organisiertem Verbrechen auseinanderzusetzen. Sie hatten wirklich damit zu tun, so ein bisschen die Ordnung in der Stadt aufrechtzuerhalten, ne? Also da waren viele arme Leute auf engem Raum und da ist halt oft auch was eskaliert. Ja, kam oft zu Streit, Schlägereien, Messerstechereien, irgendwas. Und das war dann eher so das, wo die Polizei eigentlich wirklich aktiv werden musste und die anderen Sachen, so Diebstahldelikte und so, das war eher so, ja, und gib mir Geld, da kommt wenigstens niemand um, so ungefähr, ja. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Polizei, wenn sich das so von Großanführungszeichen selbst geklärt hat unter den Leuten, dass man dann halt gesagt hat, na, dann kümmern wir uns ja, und wird um jetzt, andere Sachen. Es wird jetzt noch besser, ja, und jetzt komme ich dann nochmal auf die, die ich vorhin schon angekündigt habe, zurück, die dann die Käufer sind. In der Regel geht es sogar so weit, dass die Ausgeraubten sind eigentlich auch mehr am Wiederbeschaffen der Wertsachen interessiert. Also wenn ihnen jetzt teure Seide geklaut wurde, ja, dann wollen die ihre Ware wieder haben und denen ist scheißegal, ob der, der es geklaut hat, hinter Gitter kommt oder nicht. Das heißt, dass die Polizisten eigentlich ein ganz gutes Geschäft mit der Wiederbeschaffung machen können. Und es läuft dann so, wenn jetzt zum Beispiel $100 an Ware gestohlen wird, dann zahlt Marn dem Dieb 20 ungefähr. Ja. Verkauft es für 100 über die Polizei zurück an den ursprünglichen Besitzer. Ja, und der ist zufrieden. Der ist zufrieden und die Polizei bekommt nochmal 20 als Entlohnung. Win, also, win, win, win. Ja. Alle gewinnen, bis auf der Ladenbesitzer. Also, ja, und der Typ, dem geklaut worden ist. Den meine ich ja. Also den, der, dem das ursprünglich so, geklaut jetzt wurde. So, ja, der zahlt für seine Ware. Aber der hat wenigstens noch irgendwas davon, was wenigstens wieder zurück hat. Aber er hat noch drei andere Parteien mitfinanziert. Voll cool. The Circle of Life. Und du siehst halt auch, dass in dieser Kette Frederica eigentlich wenig Risiko hat, aber das größte Geschäft macht. Ja, so, klar. Gut eingefädelt. Ich habe noch eine lustige Randnotiz und die ist tatsächlich auch ein wenig umstritten, aber ich habe was gelernt bei der Recherche, das war mir nicht klar, vielleicht ist euch das auch klar, aber Frauen können Verbrechen begehen. Auch das? Das haben wir schon mal in einer anderen Folge. Sie haben die geistige Kapazität, Verbrechen zu begehen. Ja, siehe Gisela Werler. Als 1844 das NYPD mehr oder weniger offiziell begründet wird, gab es noch keine Uniform. Die kamen erst ungefähr ein Jahr später. Und um sich zu erkennen zu geben, hatten die Polizisten in der Zeit einen achtzackigen Stern aus Kupfer mit dem Siegel der Stadt dabei, quasi auf der Brust, glaube ich, wahrscheinlich sogar. Also eigentlich so ein bisschen wie der Klischee, ich habe den Sheriff-Stern anschauen. Daher kommt es sicherlich, ne? Mhm. Und jetzt habe ich gelesen in dem Buch, das ich zu meiner Recherche hatte, dass Kupfer, Copper, Cop, daher dieser Begriff kommt. Das habe ich dann hier mal so übernommen und habe mir gedacht, das irgendwie habe ich schon mal irgendwie eine andere Story dazu gehört und habe dann tatsächlich nochmal nachgeschlagen. Und Wikipedia sagt, es kommt von dem Begriff quasi vom Wortstamm von to capture, also abgewandelt daher. Ah, okay. Ich fand jetzt das mit dem Kupfer die viel schönere Geschichte. Ja, also bleib ich bei dieser Version. Wir wollen das einfach mal glauben. Auch wenn sie nicht stimmt, die ist schöner. Ich weise darauf hin, dass es vielleicht nicht stimmt, aber die ist schön. Die kann man auf jeden Fall erzählen. Ja. Ich glaube, Wikipedia steht sogar das explizit als, ja, viele Leute glauben ja, dass man, dass es daher kommt. Mhm. Es ist aber falsch. Wikipedia stehen würde, diese Trottel, Punkt. Also wenn ihr jemand kennt, der Kupfer heißt mit Nachnamen? Ich dachte, wenn ihr da jemanden kennt, der auf Wikipedia Sachen schreiben kann, dann... Marm schart immer mehr Verbrecher um sich und betreibt mit dem Bureau for the Protection of Criminals so eine Art Stiftung, die auch Kaution und Rechtsbeistand für Kriminelle stellt. Also die auch quasi dafür sorgt, dass Leute, die dann doch mal irgendwie hinter Gitter kommen, wobei die sich ja in diesem ganzen Konstrukt fast schon blöd anstellen müssen, um hinter Gitter zu kommen, aber selbst um die kümmert sie sich, dass die wieder irgendwie rauskommen. Die kurze Pause in deiner Ansprache, muss man kurz erklären, hier geht gerade die Welt unter. Mhm. Wir haben gerade einen sinnflutartigen Regen vor der Tür. Ich habe gerade gestockt, weil ich weiß, dass mein Auto irgendwie zwei Blöcke weiter steht und ich später das ganze Equipment da wieder hinschleppen muss. Ein Mercedes SL Cabrio. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du die Dinge offen gelassen wieder, Gott sei Dank, das Cabrio? Weiße Ledersitze. Ja, ich lasse einfach, ich rufe meinen Chauffeur an, dass er mir den Rolls-Royce bringt. Du rufst deine Leute an, die sollen den Wagen nachher einfach umdrehen, einmal. Und ein bisschen die schütteln. Die sollen neun hinstellen. Kein Herz hat Frederica nur für einen Schlag von Menschen. Und zwar für Frauen von Dieben, die dumm genug sind, sich irgendwie mitverhaften zu lassen. Also die irgendwie sich damit reinziehen lassen und dann hinter Gitter landen. Für die hat sie kein Mitleid. Sie ist der Überzeugung, dass man auch und ganz besonders als Frau für sein Geld arbeiten muss. Also dass man wirklich auch, wenn sie selber dann wirklich geklaut hätten oder irgendwas, hätte denen allen sofort geholfen, aber so dann so nicht. So blöd, muss man erst mal sagen. Wir sind noch immer in den 1870er Jahren und so langsam wendet sich jetzt das Blatt für die korruptionsdurchsetzte Polizei. Die Öffentlichkeit findet das Treiben von Tweed und seinen Männern maximal uncool.
was jetzt ganz stark auch gefördert wird von der New York Times, die halt mit Cartoons und mit Artikeln über das Treiben von korrupten Politikern, von Polizei, von Verbrechern, ja, auch über Mandelbaum und so, also die da ganz stark aufklärt und damit so die öffentliche Meinung prägt. Und das Ende vom Lied ist, dass Tweet irgendwann verhaftet wird und dann von der Verhandlung, vor der Verhandlung aber flieht, sich über Florida und Kuba nach Spanien absetzt. Und es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Mandelbaum da sogar ihre Finger im Spiel hatte. Mhm. Er wird dann verhaftet und über die Navy wieder zurückgebracht, was ganz komisch ist, weil es nicht mal ein Auslieferungsabkommen gibt eigentlich, aber irgendwie trotzdem kassieren sie den wieder ein. Das nur der Vollständigkeit halber. 1871 bricht ein großes Feuer in Chicago aus, das 3 Tage lang wütet und insgesamt 8 Quadratkilometer Innenstadt in Schutt und Asche legt. Oh, krass. 17.000 Gebäude nehmen Schaden, 300 Menschen sterben. Der Spaß kostet die Stadt 1/3 ihres Werts, wie auch immer der gemessen wird, fragt mich bitte nicht, ungefähr 200 Millionen US-Dollar. Für die Ursache gibt es 3 populäre Theorien. Die Kuh- und Laterne-Theorie. Ja, die kenne ich. Die Komet- was ist das? Naja, dass eine Kuh eine Laterne umgeschmissen hat. Erstmal echt. Ja. Dann gibt es eine Kometentheorie. Auch nicht so, ist jetzt glaube ich nicht der gängige Stand der Wissenschaft, aber nicht komplett abwegig, dass halt irgendwas vom Himmel runtergekommen ist und irgendwo eingeschlagen und was entzündet hat. Okay. Und die Sullivan-Theorie, nach der ein Milchdieb versehentlich eine Scheune in Brand gesteckt haben soll. Ja, aber eigentlich mal ganz ehrlich, das ist ja eine Diskussion, wenn du sagst, oh, ich habe hier lauter Zunder und lauter Benzin und lauter Brennholz rumliegen. Oh, jetzt hat es jemand angezündet. Wie konnte der nur? Also ich will sagen, das ist halt so dieser Funke, der das ganze Ding gestartet hat. Der ist das, worüber wir diskutieren, aber eigentlich, die Häuser waren wahrscheinlich alle viel zu eng aneinander gebaut, keine Brandschneisen, nichts vorhanden. Und jetzt begebe ich mich, glaube ich, auf dünnes Eis, aber ich meine gelesen zu haben, dass die Feuerwehr damals kurz vorher erst den großen Brand hatte und deswegen quasi auch nicht komplett equipped und komplett ausgeruht und so war und dass das auch noch seinen Teil dazu beigetragen hat, dass das so krass war. Aber das ist jetzt wirklich dünnes Eis. Ja. Mir geht es aber gar nicht so sehr um das Feuer, als vielmehr darum, dass der praktisch veranlagte Amerikaner sich sehr selbstlos, wie ich finde, dann in so ein brennendes oder teils ausgebranntes Gebäude stürzt, um zu retten, was an Wert halt noch zu retten ist. Ja. Der meiste Krempel, der in Chicago aus Läden, Lagerhäusern, Wohnungen gerettet wird, wandert irgendwo hin. Landet auf dem Weg zu dem neuen Besitzer früher oder später zumindest zeitweise auch in Marms Besitz. Zum Beispiel eine Herde Ziegen. Keine Ahnung, wie das genau praktisch abläuft. Wir haben die gerettet. Wir haben sie vor dem Feuertod bewahrt und dann über Marm verkauft. Eh klar, dass Marms Operation in den 1870ern schon lange und weit über die Staats- oder gar Landesgrenzen hinaus aktiv ist. Also klar? Ja, okay. Naja, ich, klar ist es nicht. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass ich mittlerweile das so aufgebauscht habe. Naja, aber ich meine, New York ist ja trotzdem, auch wenn es nicht der New York der heutigen Zeit ist, ist es ja schon echt massiv genug. Es ist schon lange nicht mehr nur New York. Also sie hat jetzt wirklich ein Syndikat. Es ist nicht mehr nur New York als Bundesstaat. Okay. Das mit dem Syndikat war schon ernst gemeint. Also, ja, aber jetzt ist es soweit so. Jetzt hat sie wirklich hier. Wir sind jetzt schon in der Hochzeit. Big Mama. Ja, hallo, ich meine, die finanziert Bankräuber und sonst was. Also, das ist jetzt auch kein, ich verkaufe mal gestohlene Seide unterm Ladentisch mehr. Da ist schon noch ein bisschen mehr. Der neue, dem neuen New Yorker Startup. Anwaltsstartup. Dem neuen New Yorker Staatsanwalt ist Marms Operation ein Dorn im Auge, aber die Polizei verzweifelt. Noch immer ist Korruption und Macht halt gang und gäbe überall, auch wenn es jetzt mehr und mehr ehrbare Politiker und auch Polizisten gibt, aber trotzdem ist das alles immer noch ein sehr korrupter Apparat. Die sorgen dafür, dass die preußische Syndikatschefin nie hinter Gitter landet, auch wenn sie mal festgenommen wird, sie wird kurz darauf in der Regel wieder freigelassen. Ja. Yeah. Das wird sich auch nie ändern. Nee, jein, das sehen wir dann. Man muss sich mal geben, dass allein im Jahr 1968 wurden 5000 angezeigte Verbrechen auf Drängen von Polizei oder Staatsanwaltschaft nicht verfolgt oder aus dem Gericht geworfen. Die New York Times. Auf Drängen der Polizei vor allem, ey. Ja, die New York Times schätzt sogar. Ach, bitte, ja. Bitte. Die schätzt sogar 10.000 absichtlich nicht geahndete Delikte. Also so das Ausmaß. Weiteren Schätzungen zufolge kosten Mandelbaum und ihre Gang dem New Yorker Einzelhandel zwischen 5% und 10% des Jahresgewinns. Wow! Es wäre mir interessant, wie viel heute so im Lebensmitteleinzelhandel, also so Discounter und normale Supermärkte, wie viel da Verlust/Schwund durch Klauen ist.
Ich weiß nicht, ich glaube, das ist relativ gut versichert, das interessiert die wahrscheinlich nicht. Ja, reicher, weiß ich trotzdem genau. Gerne irgendwie. Ja, würde mich interessieren. Bei uns im Supermarkt am Ort haben sie jetzt zum zweiten Mal irgendwie eingebrochen, innerhalb kurzer Zeit. Erstmal? Ja. Was wird da so geklaut? Zigaretten. Ich glaube hauptsächlich Zigaretten. Aber stangenweise? Ja, ja, halt so ein paar. Das war jetzt kein großer Raubzug, sondern die haben halt irgendwie hauptsächlich Schaden an den Eingangstüren hinterlassen und dann, glaube ich, relativ wenig. Ich meine, mal blöd gesagt, was kannst du denn Teures im Supermarkt mitnehmen? Ja, das Kassen sind alle weggesperrt. Ja, ja, eben. Und, also jetzt wirklich außerhalb des Geldes, das sind ja eigentlich Zigaretten und so Rasierklingen. Rasierklingen sind in den großen Mengen da, aber Kippen, klar. Nee, es kommt drauf an, was für einen Supermarkt du hast. Wenn du so einen Realmarkt hast, hast du ja Fernseher und alles so. Ja, nee, so einer ist es nicht. Aber ja. Ich meine, Kippen kriegst du halt auch gut verkauft, ne? Verglichen mit dem Fernseher. Mit Maggi Fix in der Tüte. So, ja. Du kriegst halt, was willst du denn damit Handel treiben oder irgendwas? Also, wenn es wirklich darum geht, damit Geld zu erwirtschaften, sind wahrscheinlich ein Zigaretten. Fernseher bist du ja auch nicht so einfach los wie Kippen. Whisky vielleicht noch. Ja, aber ich glaube, selbst Lebensmittel, warum kaufst du von irgendeinem komischen, dubiosen Typ mal eben eine Flasche Whisky oder einen Fernseher? So Kippen oder sowas, dass man jemand was abkaufst? Ja, aber. Er ist auch gefühlt auch wieder so ein Kavaliersdelikt irgendwie, ne? Weil so nachgemachte Kippen und so hat wahrscheinlich jeder Raucher schon mal irgendwie gekauft. So aus der Tschechei. Ja, irgendwo Kippen ohne Steuerzeichen und so, das ist irgendwie relativ normal. Komisch eigentlich. Naja, also, was macht man jetzt, wenn man so einen korrupten Polizeiapparat hat und aber irgendwie trotzdem Dinge ändern will? Man muss sich Hilfe von außen holen. Also engagiert der Staatsanwalt die unabhängige Pinkerton Detective Agency, um den Job jetzt ein für alle Mal zu erledigen. Aber auch die tun sich extrem schwer, irgendwas Belastbares gegen Mandelbaum zusammenzutragen. Na gut, wenn die da so einen Apparat um sich rum hat und die Polizei da auch nicht zurecht will oder kann. Wir sind jetzt im Jahr 1880 und die Stimmung in der Stadt dreht sich mehr und mehr. Wo wenige Jahre zuvor noch Diebe und Ganoven als Robin Hoods gefeiert wurden, ja, also teilweise wurden die dann irgendwo hingerichtet und die Leute haben denen nochmal zu Ehren applaudiert und die bejubelt und gefeiert, ja, ist jetzt die neue öffentliche Wahrnehmung zunehmend von so einem Gefühl der Rechtschaffenheit bestimmt. Ja. Ehrbare Polizisten und Richter machen sich einen Namen, erst einige wenige Einzelne, dann mehr und mehr. Also die Gesellschaft, kann man sagen, verändert sich. Aber ist das auch, dass die Grundlage sich geändert hat, also dass der Wohlstand breiter wird oder wächst? Ich nehme schon an, dass das damit auch zu tun hat, dass sich so dieses vergoldete Zeitalter, dass sich das quasi so ein bisschen reguliert. Also dass nicht mehr nur ein paar irgendwie besonders reich werden, sondern dass auch mehr und mehr Leute halt formt sich, glaube ich, ein Mittelstand wahrscheinlich. Aber da kann mich jetzt gerne ein Wirtschaftshistoriker korrigieren, das weiß ich nicht so genau. Aber das ist meine Wahrnehmung von dem Ganzen, dass das damit zu tun hat, ja. Auf der anderen Seite stellen nun einige von Mandelbaums Vertrauten fest, dass es für sie auch lukrativer ist, selbst Geschäfte mit der Polizei einzufädeln, als sich über Frederica halt da irgendwie einzulassen. Und so kommt es dann irgendwie auch, dass sie tatsächlich einmal in einem Fall zivilrechtlich wegen Hehlerei vor Gericht landet, weil jetzt alles halt nicht mehr ganz so reibungslos läuft, ja, und sie dann irgendwo mal angeschwärzt wird, wie auch immer, muss sie tatsächlich einmal vor Gericht und tatsächlich kommt sie am Ende dann mit einer Geldstrafe zwar davon, aber wird damit ja eigentlich schon auch verurteilt wahrscheinlich, oder? Wenn du Geldstrafe hast, oder ist es eine außergerichtliche Einigung? Ja, kommt drauf an. Aber auf jeden Fall ist es jetzt schon die es läuft nicht mehr, hat Risse. Es läuft nicht mehr ganz so rund. Ist die Frage, wer dich anklagt. Sagen, wenn es zivilrechtlich, also wenn es nur um Kohle geht zwischen zwei Leuten, ist es zivilrechtlich. Ich glaube, und wenn der Staat gegen dich vorgeht, dann ist es strafrechtlich. Ja, strafrechtlich war es nicht möglich in dem korrupten Apparat und deswegen wurde es ja dann irgendwie zivilrechtlich, glaube ich, zumindest irgendwie wurde der Ladenbesitzer. Der hat quasi, also diese Seidenstoff ist ja so, dass die dann irgendwann angefangen haben, da versteckte Kennzeichen einzubringen, damit sie den irgendwann wiedererkennen können. Oh, clever. Und ich meine, das wussten natürlich die Diebe, die haben das dann irgendwie teilweise entfernt, das war so ein bisschen so ein Katz-und-Maus-Spiel halt. Aber darüber ist dann irgendwie klar geworden, okay, hier taucht geklaute Ware auf und dann wissen wir, wem es gehört. Und der hat dann tatsächlich irgendwann mal die Hehlerin vor Gericht gezerrt. So war, glaube ich, mehr oder weniger das Konstrukt. Mhm. 1884 betritt dann ein Mann namens Gustav Frank Marms Ladengeschäft. Auch er will Seide kaufen. Ihr wisst ja, Seide, der heiße Scheiß. Seidebacher. Und Marm schickt den wieder weg. Ja, also sie ist ja eh misstrauisch, habe ich ja schon gesagt. Neue Leute, die einfach irgendwo auftauchen, schickt sie erstmal wieder weg. Aber er kommt wieder und wieder. Und wieder und wieder. Und irgendwann beschließt sie, ihn jetzt zumindest mal zu testen. Ja? Also sie legt ihm so ein... Dass sie selber noch diesen Laden führt, ist irgendwie so krass. So ein geklautes Stück Seide. So ein geklautes Stück Seide vor. Und er schaut sich den mit einem gekonnten Blick an und schickt sich dann an, gezielt diese Markierung zu entfernen aus diesem Seidenstück. Also
Test bestanden. Beim nächsten Besuch versucht sie, ihm Stoff zu hanebüchenen Preisen anzudrehen, also weit über dem, was sie normalerweise für sowas zahlen würde. Und warum macht sie das jetzt? Ich hätte gedacht, sie wäre eben so eine unehrliche Ehrliche. Naja, sie will ihn ja testen, aber das erkennt, dass das zu teuer ist. Er schlägt den Handel aus und hat damit auch diesen Test bestanden. Ah. Und also sie stellt fest, er kennt die üblichen Marktpreise, er kennt den Gangster-Jargon. Sie fragt auch ihre Leute bei der Polizei, ja, kann darüber nichts über den in Erfahrung bringen. Und sie beginnt jetzt dann so nach und nach ihm zu vertrauen. Und dann macht sie noch so einen coolen Gangster-Handschlag und auch den kann er beantworten. Plupp. Und also sie fängt an, mit ihm Geschäfte zu machen und in den kommenden Monaten wird er ihr 12.000 Yard an gestohlener Seide abkaufen. Und eines Tages steht er dann aber in ihrem Laden, frisch rasiert und mit einem Haftbefehl in der Hand. Also er war tatsächlich von den Pinkertons und das ist wichtig, ohne Wissen von der lokalen Polizei oder der lokalen Politik irgendwie eingeschleust worden, sondern so ganz auf eigene Rechnung quasi, hat sich monatelang vorbereitet, hat lang diesen Laden beobachtet, wer da wie reingeht, wer da wie rauskommt, mit wem sich die da trifft, die Seitenpreise von den Händlern irgendwie genau erklären lassen. Ja. Also er hat sich wirklich, wirklich gut vorbereitet und so konnte er jetzt dann in ein paar Monaten wirklich viele Beweise und Wissen und konnte auch rausfinden, wo diese Lagerhäuser von ihr sind und wer da noch mit beteiligt ist. Und das führt dann dazu, dass sie jetzt verhaftet wird. Und auch ihr Sohn und auch ihr Vertrauter Herman. Die Gitter liegen weit außerhalb des Stadt, also ja, sie wandert hinter Gitter und die Gitter liegen weit außerhalb des Stadtzentrums, wohin auch ihr Einfluss jetzt nicht mehr so stark reicht. Also je weiter weg aus New York, desto schwieriger wird es für sie natürlich, da irgendwas zu reißen. Und es sieht also dieses Mal wirklich übel für sie aus und sie weiß es auch. Und ihre Aussage kann die Lage auch nicht wirklich verbessern. Zitat: Ich betreibe einen Kurzwarenladen schon seit 20 Jahren. Ich kaufe und verkaufe Kurzwaren, genauso wie es andere Kurzwarenhändler tun. Ich habe niemals wissentlich gestohlene Waren verkauft, ebenso wenig mein Sohn Julius. Ich habe in meinem Leben niemals etwas gestohlen. Also es mag ja sogar stimmen, dass sie selber nicht gestohlen hat, aber ja. Sie ist eine Hehlerin. Ne? Aber das bringt es jetzt nicht weiter. Witzig ist an der Stelle jetzt ihr Anwalt. Also sie hat ja zwei von diesen Staranwälten und der eine ist ein ganz ruhiger, ganz überlegter, ganz zurückhaltender und der andere ist so ein wirklicher Hamburger Fischverkäufer. Ein wirklicher Show-Anwalt, ja. Ein super schriller Typ. Und wenn sie die jetzt noch freilassen, dann kriegen die noch ein Aal obendrauf, junge Frau. Und der zieht jetzt auch vor Gericht natürlich eine riesen Show ab, ja. Der versucht auch, die Polizei gegen die Staatsanwaltschaft aufzubringen und den Undercover-Ermittler in Misskredit zu bringen und so weiter. Ja. Gott, ich stelle mir das so für Gericht vor, wie der Typ dann einfach so und dann die gestohlene Taschenuhr, warten Sie mal, da hinter Ihrem Ohr, oh, da ist sie ja, oh, und alle applaudieren im Raum. Und geil ist, wie er sich in Schale wirft. Er war, Zitat, Diamant besetzt von Kopf bis Fuß mit einer weißen, immer vertrauenswürdig. Mit einer weißen Weste mit hohem Rollkragen, geknöpft mit einem großen glitzernden Diamanten und einer Reihe kleiner Diamantverzierungen. Aus der Weste hängt eine große Goldkette mit einer gigantischen goldenen Taschenuhr, die ebenfalls mit Diamanten überzogen ist. Klischee-Zuhälter oder Magier oder beides? Am Zeigefinger einer Hand trägt einen großen Diamantring, an der anderen Hand einen Ring der Freimaurer, ebenfalls mit Diamanten besetzt. Die Ärmel seines Hemdes sind mit enormen, soliden Goldmanschettenknöpfen zugeknöpft. Er trägt einen langen, taubengrauen Mantel mit Frackschwanz, ich weiß nicht genau, Tails, wusste jetzt nicht genau, wie man das übersetzt. Nee, schon richtig. Und in seinem Arm einen hellblauen Schirm. Der Anwalt blitzt und blinkt von Kopf bis Fuß mit juwelener Pracht. Okay, die Geschäfte gehen offensichtlich gut. So mal ein geiler Anwalt. So eine geile Beschreibung für einen Anwalt. Ja, so gehe ich auch immer zum Vorstellungsgespräch. Alles, was dieser Anwalt jetzt erreichen kann, ist, dass er sie auf Kaution rausbringt. Also eher im Knast landet. Das Krasse ist dabei aber, die Kaution wird mit $10,000 angesetzt. Gering. Nee, wahnsinnig so hoch. Viel. Also das ist ja der unfassbar viel Geld. Es gab in der Zeit Mörder, die für ein 1/20 davon quasi auf Kaution freigelassen wurden. Ja, oder potenzielle Mörder, sie waren ja dann noch nicht verurteilt. Und also das ist schon krass. Aber sofort finden sich im Saal einige Spender, die Kautionssumme in Form von Immobiliensicherheiten bereitstellen. Also das Netzwerk funktioniert schon noch. Funktioniert. Bis zur Verhandlung ist Mom auf freiem Fuß. Sie wird jetzt aber auf Schritt und Tritt von den Pinkertons überwacht. Kurze Frage. Wisst ihr, ob das wirklich eine Sache ist, was ich mal als Gerücht gelesen habe oder halt als nicht saubere Quelle, dass Leute, die als Zuhälter arbeiten, insbesondere deswegen so viel Schmuck bei sich trugen, weil wenn sie verhaftet werden und ihre Konten beschlagnahmt werden, dass sie dann das Gold einsetzen können, um zum Beispiel Kaution bzw. einen Anwalt zu zahlen. Also das habe ich auch schon mal gehört, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Ist das so ein bisschen, hatten wir es denn auch mal von irgendwie Goldzähnen bei Toten, die dann irgendwie
dass die Beerdigung bezahlt die Beerdigung bezahlen. Hatten wir das nicht auch mal so? Ja, ja, bei Ohrringen weiß ich. Bei Ohrringen? Ach nee, Seeleuten. Das waren die Piraten, genau. Das waren die Seeleute, die so. Samuel Jackson auch. Also, sie wird jetzt überwacht und so glauben die Pinkertons, Mandelbaum zu einem Termin mit ihrem Anwalt zu verfolgen und sie auch wieder zurück nach Hause zu verfolgen. Nur, dass zwischendrin Mandelbaum quasi ihre Angestellte in eine Verkleidung gesteckt hat und in die Kutsche gesetzt und Jetzt aber so ihre Verfolger losgeworden ist. Das ist wirklich ein bisschen Italien-Job jetzt. Als die Luft reinscheint, macht sich Frederica auf und davon über die Grenze nach Hamilton, Ontario, Kanada. Vor ihrer Abreise stellt sie noch sicher, dass die Kaution nicht vom Staat eingefordert werden kann. Also ich habe auch das ist relativ kompliziert. Ja? Also weil die Leute haben jetzt nicht direkt Geld als Kaution bereitgestellt, sondern irgendwelche Immobilienscheine, Sicherheiten, irgendwas. Also wie eine Art Hypothek. Und sie fädelt jetzt ein, dass diese Besitzverhältnisse von diesen Immobilien so umgeschichtet werden, dass der Staat nicht rankommt. Also dass der die nicht einlösen kann. Dass der zwar die Papiere irgendwie besitzt, aber dass die in dem Moment dann mehr oder weniger wertlos sind, weil sie nicht eingefordert werden können. Das löst sie mal schnell noch so nebenher, auf der Flucht. Ja? Und das ist so quasi ein Sinnbild dafür, für wie ehrlich sie in ihren Geschäften ist. Also sie wollte jetzt nicht, dass den anderen, die jetzt für sie einstehen, dadurch ein Schaden entsteht und fädelt quasi ein, dass da nichts mit den Immobilien passiert. Im Gepäck hat sie, als sie über die Grenze flieht, über 1 Million US-Dollar in Scheinen und Diamanten. In der Zeit gibt es kein Auslieferungsabkommen. Das wird erst 1975 tatsächlich ratifiziert. Was 1975? Relativ spät ist. Wow. Und dass das so schnell geht, manchmal über die Grenze drüber zu gehen. So. Genau. Gerade so Michigan, du bist ja 0,6 drüben. So. Und deshalb ist es auch kein Problem, dass sie innerhalb von Tagen schon in Kanada von Reportern aufgespürt wird. Und selbst die Staatsanwaltschaft in New York weiß über ihren Aufenthaltsort Bescheid und die senden noch nicht mal jemanden hin. Weil sie genau wissen, was sie jetzt bringen wird. Genau, sie haben da irgendwie keinen Zugriff, keine Chance. Das ist ja echt bitter. Und das Witzige ist, dass sie jetzt in Kanada allerdings trotzdem vor Gericht landet, weil sie mit illegale Anreise? Weil sie mit vermeintlich gestohlenen Diamanten über die Grenze gekommen ist. Ah. Also wegen diesen Diamanten kommt sie jetzt vor Gericht. Und sie machen dann den Vorbesitzer ausfindig. Und der kann jetzt aber nicht zweifelsfrei sagen, das sind meine Diamanten oder nicht. Also er hat die starke Vermutung, dass es seine sind, aber er kann es nicht zweifelsfrei bezeugen. Und dann kommt noch nicht mal einer aus New York, aus der Staatsanwaltschaft, um irgendwie gegen Frederica auszusagen. Ja, also er könnte ja da auch nochmal irgendwie Insight geben und damit wird sie dann auch in Kanada quasi freigesprochen. Mhm. Auch da ist natürlich ihr Anwalt zugegen. Der sollte klar sein. Flamboyant. Ihr diamantbesetzter Anwalt. Sie eröffnet wieder einen Kurzwarenladen. Tada. Alles zurück auf Anfang. Das hat gut funktioniert, das mal klein nochmal. Ja. Je nach wie so ein Roguelike. Ja. Je nach Quelle ist es vielleicht auch ein Hutgeschäft. Also das war nicht so ganz klar rauszulesen, ob es jetzt Kurzwaren oder Hut ist, aber es ist ja auch irgendwie ähnlich. Sie hat jetzt auch ihren Vertrauten mitgenommen und ihren Sohn. Also auch die sind. Aber nicht ihren Mann. Ja, ihr Mann ist schon lange tot. Der ist dann gestorben. Ja, der ist 1870 schon, gestorben. Und also die nimmt sie mit über die Grenze und sie lebt sich dann widerwillig zwar, aber doch schon irgendwie ganz gut ein da in der Gemeinde. Sie spendet regelmäßig an Institutionen, sie lässt sich da jetzt nichts zu Schulden kommen und lebt sozusagen glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Naja, nicht ganz glücklich nicht. Sie vermisst sehr stark ihr kleines Deutschland und auch die anderen Kinder, die ja noch in Amerika sind. Aber sie richtet sich da irgendwie ein. Was merkwürdig ist, ein US-Reporter besucht sie später dann nochmal. Macht die ihr Geld? Naja, die hat doch einen Laden da jetzt aufgemacht. Ja, aber ich glaube, die Million reicht doch eine Weile, oder? Auch das. Ja, hat sie die eingepackt sozusagen, oder? Sie hat dann Bar, auch, sie hat genau 1 Million in Bargeld und Diamanten, also auch die Diamanten waren Teil dieser Million. Die wurden dann natürlich logischerweise konfisziert und sie hat dann nochmal einen Antrag aber auch gestellt, nachdem sie freigesprochen wurde, dass sie die auch wieder zu ihr zurückkommt. Geleitet werden. Ja. Hat sie dann, glaube ich, auch gekriegt. Was aber merkwürdig ist, als sie später mal einen US-Reporter nochmal besucht, stellt er fest, dass sie ihre Waren aus New York bezieht in dem Laden und die aber zu wahnsinnig günstigen Preisen verscherbelt. Ja, wer hätte es gedacht? Was irgendwie auffallend merkwürdig ist. Zwinker, zwinker. Es heißt, sie sei nur noch einmal über die Grenze in die USA zurückgekehrt. Um der Beerdigung ihrer jüngsten Tochter beizuwohnen. Mhm. Also auch die ist dann irgendwann, allerdings erst im Erwachsenenalter, aber die ist dann auch irgendwann an einer, ich weiß nicht, Lungenentzündung, Grippe, irgendwas in der Richtung gestorben. Mhm. Und
das hat sich Mandelbaum, so meint man, zum Anlass genommen, nochmal heimlich nach Amerika zurückzukehren, um da an der Beerdigung dabei zu sein. Es gibt hartnäckige Gerüchte, die heute noch behaupten, dass die trotzdem natürlich immerhin, also immer wieder über die Grenze ist und weiterhin Geschäfte auch in New York gemacht hat. Unter einem falschen Namen und ich weiß nicht, ob man sich da irgendwie tarnen kann, wenn man 1,83 groß ist und 150 Kilo wiegt. Aber also es gibt Gerüchte, die sagen, dass sie in New York die Geschäfte wieder aufgenommen hat. Aber es ist so ein Gangster-Klischee mit zur Beerdigung taucht sie dann nochmal auf. Ne? Ja, voll. Und es ist auch ein Gangster-Klischee, dass sie dann, als sie stirbt im Jahr 1894, dass es dann auch wieder Gerüchte gibt. Da ist noch irgendwo was. Ja, und ihr Sarg wird dann zurück in die USA gebracht, dass sie in New York quasi begraben werden kann. Und auch da gibt es dann wieder Gerüchte, ja, sie war gar nicht im Sarg, sondern es waren nur irgendwie Steine und sie ist irgendwo, keine Ahnung, untergetaucht. Die Leute halten sie tatsächlich für so clever und gerissen, dass sie ihr das wirklich zutrauen. Aber das können wir, glaube ich, ins Reich der Legenden und Sagen abschieben. Einige Besucher ihrer Beerdigung in New York geben später zu Protokoll, während der Beisetzung Opfer von Taschendieben geworden zu sein. Something never changed. Friederike Mandelbaum wird noch über die Jahre und ihren Tod weit hinaus in der Presse Thema sein. Sie ist die Figur des organisierten Verbrechens im Gilded Age, dem vergoldeten Zeitalter. Friederike schafft es in den 25 Jahren ihres Wirkens zu mehr Macht und Wohlstand, als es für eine Frau in jener Zeit auf legalem Wege auch nur irgendwie vorstellbar gewesen wäre. Also das ist nochmal, um das hier zu unterstreichen und festzuhalten. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen, wie bei einem ihrer Empfänge, die Person, die den Mantel und Co. entgegennimmt, dann beim wieder herausgeben, so hier ihr Mantel, ihre Armbanduhr, ihre Armbanduhr, ihre Armbanduhr, hey! 1884 schreibt die New York Volkszeitung darüber, welch ehrbare und erfolgreiche Geschäftsfrau Friederike Mandelbaum doch gewesen war. Ist das ein deutsches Format, die Volkszeitung? Ja. Okay. Eine deutsche Zeitung in New York. Okay. Ihr Wort sei mehr wert gewesen als Gold und in a way stimmt es vielleicht sogar irgendwie, ja. Mhm. Das Blatt setzt sich dafür ein, dass ihr zu Ehren eine Gedenktafel in Kleindeutschland aufgestellt wird. Das hätte ihr sicher gefallen. Jetzt habe ich noch ein PS. Ihr Sohn stellt sich 88 tatsächlich der Polizei und wird dann Anklage fallen gelassen, wieder weggeschickt. Los, für den interessiert sich dann tatsächlich am Ende keiner mehr. Okay. Warum stellt er sich denn überhaupt? Weiß ich nicht. Okay. War irgendwie schlechtes Gewissen. Keine Ahnung, er wollte vielleicht auch wieder zurück in die USA, whatever. Aber Friederike Mandelbaum. Verrückt. Ich möchte jetzt wirklich die Hörstory-Folge über sie hören. Starke Frau in der Geschichte. Na, vielleicht muss er da mal ein Crossover machen. Das ist wie bei John Oliver, wenn er mal sagt, Hashtag Feminism, Hashtag so eine der Running Gags bei John Oliver. Absolut großartig. Na dann, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal in alter Frische. Ohne Corona hoffentlich. Das wäre schön. Auf der anderen Seite wäre ja schade, wenn wir so lange nicht rauskommen. Aber das nächste Mal nehmen wir schon wieder hier so von Angesicht zu Angesicht auf. Wenn es die Situation erlaubt. Das hat mir heute sehr gut gefallen. Oh, Hashtag ja. Second Wave. Na dann. Hoffentlich nicht. Tschüss. Ciao, ciao. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und jetzt haben wir wieder blühenden Sonnenschein da draußen. Wir haben nicht mal die 2 Stunden voll. Was ist denn da los? Allmächtig. Und wir werden alt. Aber wir nehmen jetzt noch ein paar A-Folgen auf. Wir haben seit Jahren nicht mehr live gemeinsam A aufgenommen. Das stimmt. Das heißt aber auch, es gibt keine Customized Intros. Außer der Jürgen hat welche gebaut. Nein. Aber dafür habe ich die vielleicht emotionalste A-Folge aller Zeiten für mich vorbereitet. Ah. Kann man Kommando Bimbele machen oder so? Oh ja. Das Na, wir spielen Jürgen Seth. Kommando, stopp.